So, willkommen zurück, Leute, aus der Mittagspause. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder gestärkt hier im Unterricht erschienen. Wir haben jetzt das nächste große Thema, und zwar unter anderem die MCDU-Programmierung. Wir gehen gleich noch mal ganz kurz auf den neuen Flugplan ein, damit ihr da wieder im Loop seid. Denn wie gesagt, durch den Aircraft Change haben wir auch einen neuen Flugplan. Den gucken wir uns noch mal ganz schnell 5 Minuten an, damit ihr da wieder auf dem Laufenden seid. Und denkt dran, ihr könnt auch diesen neuen Flugplan runterladen, sowohl bei der Flight Preparation Folge als auch hier bei der Cockpit Preparation. Ja? Damit ihr da Bescheid wisst. So, wo fangen wir jetzt am besten an? Ich denke mal, das Erste ist wieder, ich gebe euch einfach mal einen Überblick. So, seht mal. Hier haben wir also eine Original-FMC, die habe ich, wie gesagt, wieder fotografiert aus dem Cockpit und ich habe euch mal ein paar Nummern da reingeschrieben. Zunächst einmal fangen wir mit der Data-Seite an, gehen dann weiter über die Init-Seite, und zwar ist es in diesem Fall dann die Init-A-Seite, und gehen dann über den Flightplan, über den Secondary Flightplan Page-Seite, um dann irgendwo auf die RATNAV-Page zu kommen. Leider gibt es hier natürlich keine richtige, ja, wie soll ich sagen, so ein Muster oder so, dass ich euch irgendwie da was an die Hand geben kann. Das müsst ihr stur auswendig lernen. Das sieht nachher im Descent etwas anders aus. Da haben wir dann so einen Hut hier, den wir abarbeiten müssen. Da kommen wir dann etwas später zu. Aber hier jetzt bei der FMC-Programmierung muss ich ganz ehrlich sagen, das müsst ihr einfach auswendig lernen. Und zwar wäre das jetzt hier, diese 4, 5 Punkte, wäre dann die eigentliche Navigation. Dann hätte man sich mit der Navigation beschäftigt. Da im nächsten Schaubild seht ihr dann den Punkt Performance. Deswegen haben wir wieder die Init-Seite. In diesem Fall wäre das aber die Init-B-Page, die zweite Seite von diesem Knopf. Und dann haben wir die Performance. Und da hört eigentlich das Procedure von Airbus auf. Ich habe euch aber auch nochmal die Progress-Page hier dazu gemacht, deswegen in Rot, weil das eine ganz gute Hilfe ist und man kann dann eben halt auch noch eine andere Sache checken. Da gehen wir gleich drauf ein. Deswegen würde ich an eurer Stelle diese Seite ebenfalls nochmal anwählen. Aber offiziell hört es hier auf. So, wir gehen ganz kurz nur mal die Sachen durch, die im FCOM stehen. Da wollen wir uns nicht lange mit beschäftigen, weil Learning by Doing ist in diesem Fall wahrscheinlich ratsamer, als hier alles durchzugehen. Ein ganz wesentlicher Punkt allerdings vorweg. Ihr müsst hier, es steht NAV-Charts, Clipboard Prepare. Also, die Frage, die sich natürlich für euch immer am PC stellt, ist ja, wo sind jetzt meine Chart? Nun gibt es natürlich Leute, die arbeiten mit 4 Monitoren oder so. Da kann ich natürlich jederzeit die Chart auf einem anderen Monitor legen. Aber ich muss, also meine Erfahrung ist, ich muss die Sachen im Cockpit sofort zur Verfügung haben. Und da gibt es die Möglichkeit, entweder, ihr werdet das auch nachher noch sehen, entweder habe ich das Ganze auf dem iPad oder sowas oder auf dem Tablet. Das ist natürlich die beste Lösung, dass ich die Karten da drauf habe, weil sie dann auch relativ dicht ist. Um jetzt Kleingedrucktes, sage ich mal, lesen zu können auf den Chart. Deswegen macht es in meinen Augen am meisten Sinn. Die zweitbeste Möglichkeit wäre es, auf irgendeinen Monitor zu legen. Und das, was gar nicht geht, ist, sie auf den gleichen Monitor zu legen, wie jetzt der Simulator läuft. Das funktioniert nicht. Die Unterlagen gehören auf dem Schreibtisch, sage ich mal. Die Anflugkarten, der Flugplan. Das sind Sachen. Entweder man druckt sie aus, ihr müsst ja nicht die ganzen Jeppesen-Karten ausdrucken. Es reicht ja, wenn ihr beispielsweise die Anflugkarte, Abflugkarte und vielleicht noch ein, zwei andere Karten, Airport Chart oder das und that's it. Das könnte man so machen. Aber bitte kommt nicht auf die Idee, immer hin und her zu springen. Es wird einfach nichts. Und wenn wir hier schon beim professionellen Fliegen sind, dann gehört natürlich solche Ansage auch dazu. Ja? Also das funktioniert einfach nicht. Und dann gibt es ja die nächste Sache. Ihr wisst, es gibt ja als Zusatz-Add-on gibt es diesen AVI-Tab. Ja, dieses virtuelle EFB, was man beim Tollys dann an die Seite klappen kann und so. Vergisst es. Es ist absoluter Schrott. Warum ist es Schrott? Erstmal, gut, ich habe da die Möglichkeit, die Navigraphkarten drauf zu machen, sofern ich da das Abo habe. Okay, kann ich machen. Problem ist nur, das ist im Querformat.
Ich möchte aber die ganze Anflugkarte sehen. Es hilft mir nicht, wenn ich letztendlich im Querformat das sehe. Ich möchte komplett alles sehen. Das ist das eine. Das zweite ist, gut, wer jetzt unbedingt Interesse hat, der mit dem Tollys unterwegs ist und will nun genau wissen, worüber er fliegt, dann gibt es ja diese Map, die er da dann nebenbei laufen lassen kann, ist für viele sicherlich auch interessant. Oh, guck mal, ich fliege jetzt über mein Haus oder so. Warum nicht? Ist ja völlig legitim. Das kann man durchaus machen. Dafür würde ich noch sagen, ist es in Ordnung. Für alle Leute, die jetzt kein Navigraph-Abo haben oder wie auch immer und sich die als PDF runterladen, die kann man zwar da einbinden, aber beim Avitab ist es ja so, da muss ich dann 500.000 Mal draufdrücken, um auf meine Karte zu kommen. Das kann es ja nicht sein. Also ich persönlich als Realpilot muss ich sagen, absolut untauglich das Gerät. Der Vorteil hier beim Flight Factor ist, ich habe das Tablet bereits auf der linken Seite. Ich kann mir auch meine Map anzeigen lassen für den, der das interessant ist, worüber er jetzt fliegt. Das ist in Ordnung. Aber auch hier, es gehören die Karten auf dem Schreibtisch. Nirgendwo anders hin. Und am besten auf dem Tablet oder ausgedruckt. Okay? Wie gesagt, mag sein, dass der eine sich da jetzt auf die Füße getreten fühlt. Das ist mir auch egal. Es geht nur aus Pilotensicht. Das ist entscheidend. Wir wollen hier an der absoluten Realität sein. Und seht zu, dass ihr das irgendwie auf die Reihe kriegt. Denn sonst habt ihr nachher sicherlich Schwierigkeiten. Gut, alles klar. Ich denke mal, das funktioniert schon irgendwie. So, dann fangen wir hier an, wie es eigentlich losgeht. Und zwar Flight Plan Initialisierung Complete. Da geht es dann eben los hier mit der Init-Key-Seite. Dann muss man die Company Route eventuell eingeben, die Flugnummer eingeben. Es gibt noch die Möglichkeit, so einen Flugplan gibt es drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, das habe ich nämlich jetzt weggelassen, es gibt noch so 3-4 Punkte beim FCOM, die sind vorangeschaltet, die habe ich absichtlich rausgelassen. Warum? Es gibt dort die Möglichkeit, von der Company über ARCAS sich den Flugplan in die FMC reinladen zu lassen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass man eine Company-Route eingibt und die ist dann in der MCDU gespeichert. Und die poppt dann auf. Also das ist letztendlich eine lokale Speicherung auf dem Gerät. Das gibt es auch. Und die dritte Variante, mit der wir uns auch heute rumschlagen wollen, das ist eben halt die manuelle Eingabe der Flugroute. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Naja, und da wird dann eben halt hier genauer erklärt, dann gibt es so einen Cost-Index, den wir eingeben, Cruise Flight Level, solche Sachen. Dann gehen wir gleich mal weiter. Wie gesagt, keine Angst, wir gehen das gleich alles ganz in Ruhe durch. Dann haben wir hier die Außentemperatur, dann müssen wir die IS-Position uns drum kümmern. Dann sind wir, wie schon gesagt, auf der Flight Plan Page. Da müssen wir eben halt die ganzen Eingaben machen. Secondary Flight Plan wäre der Punkt 3. Dann RadioNav 4, Zero Fuel Welt müssen wir dann noch eingeben auf der B-Page und so weiter und so weiter. Und dann haben wir eventuell noch ein Takeoff-Shift, uninteressant für uns. Wie haben wir RB2 Flex? Müssen wir eingeben, Thrust Reduction Altitude, Engine Out Altitude, Flaps and Horizontal Stabilizer, wie der CG ist. Wie gesagt, das ist jetzt alles im Schnellformat, was wir gleich alles machen werden. Dann RMP eventuell vorselektieren, vielleicht die Speeds noch anpassen, falls wir irgendwie das nicht hinkriegen mit der Kurve oder was. Und ja. So, was ist das hier eigentlich? FMC Preparation, After FMC Schicks Audit. Achso, ja klar, das ist dann nochmal die Überprüfung vom FO oder vom Pilot Monitoring in diesem Fall. Ne? Ob das denn alles auch so richtig ist, was ich da eingegeben habe. Denn wenn die Green Dot, die Minimum Clean Speed wird kontrolliert. Wie gesagt, kümmern wir uns alles gleich in Ruhe drum. Und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, den werden wir danach. Da werden wir uns danach drum kümmern. Nun gut, okay. Achso, eine Sache wollte ich ja noch machen. Ich wollte uns erstmal mit dem Flugplan nochmal beschäftigen. Und das tun wir auch mal eben ganz schnell. So, wir haben hier. Achso, jetzt bin ich hier rumgesprungen. Einen Moment. Sind das schon die dritte Seite? Moment mal eben ganz kurz. Ja, das ist
Alles klar. So, das ist hier der Flugplan. Ich gehe noch mal eben ganz kurz. Jetzt habe ich hier so ein Icon hier, das will ich gar nicht haben. Na, ist egal. So, okay, also, was sehen wir hier? Ich habe das genauso markiert wie den vorherigen Flugplan auch. Wir fliegen Folgendes. Wir haben hier den gleichen Cost Index, das kennt ihr aus der Flight Preparation schon. Wir haben die Ground Distance, gut, die ist jetzt etwas kürzer, weil wir jetzt einen Direktflug machen. Wir fliegen also nicht da ganz Italien runter, sondern biegen schon vorher dann ab. Haben dann unsere Wind Control mit, in diesem Fall jetzt minus 20 auf der Schnauze. Und wir haben die Average ISA von plus 5. Hier ist die Flugnummer wieder mit unserem Registration. Contingency 5% ist auch gleich geblieben. Alternate Fuel, Final Reserve 1,1 Tonnen, die 30 Minuten. Das ergibt dann 7,4 Tonnen Block. Ne? Also nur, dass ihr das ist letztendlich alles das Gleiche, nur auf den 320 bezogen. Und deswegen musste ich das jetzt einfach machen. Ne? Das wäre ja sonst natürlich blöd. Dann haben wir wieder unseren Operational Impacts, falls wir jetzt ein Level höher oder runter fliegen. Ne, das hat dann Einfluss eventuell auf unseren Fuelverbrauch. Das kennen wir hier beim Loadsheet. Da haben wir die Paxe wieder 100 gewählt, damit auch unser Payload mit 10,4 Tonnen, sprich Gepäck der Passagiere, das bleibt. Zero Fuel Weight hätten wir dann 54,2 Tonnen, beim Block Fuel 7,4. Hier, das hatte ich in der Flight Preparation schon erwähnt, komischerweise wenn ich Lido hier nehme von Simbrief, dann rundet er ab. Warum das so ist, weiß ich nicht. Dann wollen wir mal gucken hier. Wir haben hier 7.346. Das ist also unter 50. Und dann rundet er hier auf 7,3 ab. Das ist falsch. Das machen wir natürlich nicht. Wir runden natürlich auf. Das ist ja sicherheitsrelevant. Also wir haben 7,4 Tonnen. Ne? Und das ergibt dann Takeoff Weight von 61,5 dann wahrscheinlich, wenn wir die 100 noch dazu zählen. Und ja, dann gucken wir uns den Flugplan nochmal hier direkt an. Wir haben diesmal Shears, haben wir Nummer 3, also auch sehr schwache Turbulenzen bei Verso. Verso befindet sich dann hier. Wo ist Verso? Hier ist Verso, hier habe ich das auch markiert. Ne? Da ist also, tritt die Turbulenz 3 auf. Das ist also jetzt kein großer Akt. Wir haben unsere Tropopause, die höchste Tropopausenerhöhung liegt bei 41.000 Fuß, genauer gesagt bei 40.900 beim Top of Climb. Da ist das, 40.900. Das wird gleich eine Rolle spielen. Dann haben wir unsere Windinformationen wieder. Kennt ihr alles bei den verschiedenen Punkten? Die haben sich natürlich jetzt geändert, weil die Flugroute sich geändert hat. ATC-Flugplan interessiert uns jetzt nicht. Hier haben wir jetzt allerdings Veränderungen. Wir haben jetzt also in Stuttgart ist das Wetter jetzt etwas besser. Wir haben jetzt etwas wärmer. Wir haben variabel 5 Knoten. Da wir uns jetzt, wir haben jetzt variabel 5 Knoten. Wir gehen jetzt mal trotzdem von der 2,5 aus und nicht von der 0,7. Okay, das können wir jetzt machen. Variabel 5 Knoten, das ist da. Gehe ich dann nachher nochmal drauf ein. Palmer Meddet im Moment 60 mit 10 Knoten wäre eigentlich die Runway 06. Das werden wir dann sehen, ob es die 06 wird. Ne? Also wir hatten ja eigentlich die 24 geplant, aber in diesem Fall wird es dann wahrscheinlich die 06 sein, mit der wir uns dann gleich beschäftigen müssen. So, und Ibiza meldet. Ja, ein bisschen Thunderstorm in der Vicinity und nachher später auch nochmal. Also Ibiza wäre eine Möglichkeit, vielleicht hinzufliegen, aber vielleicht müssen wir auch nach Menorca oder so. Das müssen wir mal gucken, je nachdem, wie es dann ist. Aber das sind so Sachen. Es ist ja nach wie vor anfliegbar. Also im Moment ist Ibiza anfliegbar. Also unser Alternate ist nach wie vor Ibiza. Wenn sich das während des Fluges, holen wir uns das Wetter und wenn wir dann feststellen, oh, das Wetter hat sich dramatisch verändert, werden wir den Alternate ändern und gehen dann Richtung Menorca. Und wenn das nicht ist, dann müssen wir uns woanders sonst orientieren. Ja, Stuttgart hatte ja normal, wie ihr euch bei dem vorherigen Flugplan erinnert, Probleme mit der Runway 25 mit dem ILS-System. Das hat es jetzt nicht mehr. Das ist eigentlich für uns ganz schön. Wir gehen also davon aus, dass Stuttgart voll anfliegbar ist. Also im Falle eines Takeoff-Alternates, sprich, wenn wir zurückgehen, kommen wir leider gleich noch drauf zurück, können wir wieder nach Stuttgart alles anfliegen. Das ist natürlich für uns eine ganz schöne Sache. Allerdings in Palma ist nach wie vor hier von der ILS 24 rechts der Localizer kaputt, der Glideslope kaputt, also in diesem Fall das ganze ILS. Auch bei der 06 links, das ist ja die gleiche Bahn, geht auch der Glideslope nicht. Also
Es steht allerdings nicht da, dass der Localizer, also steht ILS Glidepath, ILS Glidepath, also der Localizer scheint auf der linken zu funktionieren, was ich allerdings eventuell, na gut, kann durchaus sein. Also müssen wir uns da auf jeden Fall mit einer anderen Bahn beschäftigen. Müssen wir dann mal gucken. Also wird es die 06 links wahrscheinlich sein, Localizer ran bis 06 links, müssen wir uns dann irgendwie mit beschäftigen. Ibiza meldet gar nichts, Wetter ist gut. Und jetzt gucken wir uns noch mal ganz schnell hier die Flugroute an. Ihr seht, die ist jetzt normal ging es ja hier dann Richtung Sardinien und dann Olbia oder was und dann rechts rum nach Lepa. Und in diesem Fall fliegen wir dann über die Alpen direkt dorthin. Also das ist dann etwas kürzer, die Flugstrecke. Ich wollte euch das nur ganz kurz noch mal zeigen, damit ihr wieder im Loop seid, weil sich ja nun mal der Flugplan geändert hat. Und dann ist es schon mal wichtig, dass ihr da wisst, worüber wir reden. So, dann können wir jetzt rübergehen in den SIM und können uns jetzt mit der FMC-Programmierung beschäftigen. Jetzt ist es endlich soweit, Leute. Ich weiß, ihr habt darauf gewartet. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Da ist sie. So, zunächst einmal grundsätzlich fangen wir an mit der Data Page. Die drücken wir und dann haben wir hier vier Sachen. Und das allererste, was wir machen, wir gehen auf Aircraft Status. Das war die Seite, die wir eben uns gerade schon angeguckt haben. Aircraft Status. Was hier für uns interessant ist, ist die Database. Ob die auch wirklich im Moment aktuell ist oder ob wir eventuell umschalten müssen. Normal ist sie natürlich aktuell, aber es kann ja durchaus sein, dass man an einem Tag fliegt, wo beispielsweise man über die 0-Uhr-Grenze hinausfliegt und plötzlich hat sich das geändert mit der Database und dann muss man dann da ein bisschen drauf achten. Aber für euch ist ja so, die Database ist dann korrekt und gut ist. Was haben wir dann noch? Dann haben wir hier noch einen Performance-Code. Da können wir nichts mitmachen. Das macht die Technik. Wenn also die Engine im Laufe der Zeit etwas älter wird und eventuell mehr Sprit verbraucht, dann kann man das performancemäßig in Prozent dann hier eingeben. Also sagen wir ein Prozent oder 2,5% oder so verbraucht die Engine mehr. Und dann gibt man das in die FMC ein und damit kann der Computer das anpassen und berechnen. Das ist das Einzige, was wir hier auf der Seite machen. Der nächste Punkt war die Init-Page. Und zwar ist das die Init-A-Page. Bei Boeing war, ist das immer ganz cool, da steht 1 von 2, 1 von 3. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier immer nur diese Pfeile rechts, links. Und das würde bedeuten, wir können jetzt hier zwischen der A- und B-Seite umswitchen, wie ihr das seht. Ja? Gut, warum da jetzt schon irgendwie so ein Flug drin steht, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich das so abgespeichert, keine Ahnung. Interessiert uns jetzt nicht, da steht normalerweise auch nichts. Also das würde dann hier diese Dashline sein, diese Box, ne? Wie dort auch. Also, der erste Punkt wäre ja, wir geben ein Echo Delta Delta Sierra. Wir fliegen ja von Stuttgart und wir geben dann Lepa ein. Wie gesagt, dauert mir ein bisschen länger, weil ich hier auf dem 55 Zoll arbeite im Hotel. Na, das P brauche ich noch, das A. So, das geben wir hier ein. Und da steht jetzt keine Route. Ja, weil wir ja keine Route bekommen haben. Also erstmal haben wir keine Route bekommen von der Company. Das ist das eine. Haben wir nicht. Und wir haben auch gleichzeitig irgendwie nichts abgespeichert hier drin, sodass wir also jetzt selbst sehen müssen, wie wir hier zurechtkommen. Na? Moment mal eben. So, alles klar. So, also gehen wir hier wieder auf Return. Wir haben ja nichts. Wenn jetzt hier eine Route drin wäre, dann würde hier wieder Insert stehen und wir könnten sie executen. Haben wir nicht. So, dann unser Alternate war Ibiza nach wie vor. Dann würden wir natürlich laut Flugplan das nehmen. Wenn wir ja aber jetzt schon feststellen, dass sich das Wetter dramatisch verändert hat, beispielsweise, dann würden wir mit Dispatch sprechen und sagen, hier, pass mal auf, der Alternate, der ist für uns nicht mehr interessant. Wir haben normalerweise zwei, drei Alternates aufgeführt. Wir haben also auch andere vom Spritverbrauch, wo wir sehen können, wo wir hingehen können. Also könnte man das jetzt eventuell schon, also wenn der jetzt zum Beispiel komplett geschlossen ist, wegen was weiß ich da, Wetter geht gar nicht und ist auch nicht abzusehen, dass er wieder aufmacht, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht Ibiza eingeben. Dann würde ich vielleicht gleich einen anderen Flughafen, würde das aber mit Dispatch absprechen. Gut, Hannah, haben wir GMI 8971 ist unsere Flugnummer gewesen. So, da ist sie, die geben wir hier ein. Unser Cost Index
Wisst ihr noch, der Cost Index war 30, da komme ich jetzt gleich zu. Cost Index, was ist der Cost Index? Also Cost Index ist grundsätzlich das Verhältnis zwischen der Kosten, die ein Flugzeug mit allem drum und dran kostet pro Flugstunde durch den Spritverbrauch, also durch die Kosten für den Treibstoff. Das ist also der Cost-Index. Und in den Cost-Index fällt alles rein. Die Crew fällt da rein, Maintenance-Sachen fallen da rein, Abfertigungsgebühren, Landegebühren, da fliegt alles, fällt das alles rein. So, und das kann man dann umrechnen. Und wenn man das teilt durch die Fuel-Kosten dann pro Zeiteinheit, dann kriegt man einen Cost-Index. So, und je höher der Cost-Index gewählt wird, desto schneller fliegt das Flugzeug in der Econ-Speed, also in der ökonomischen Standard-Speed, die FMC uns dann vorschlägt. Wenn ich also den Cost-Index hochwähle, 500, dann würde ich also schneller fliegen, als wenn ich, sage ich mal, 10 dort eingeben würde. Was gibt man nun da ein? Nun, ich würde euch vorschlagen, so zwischen 30 und 60 einzugeben. Nehmt es nicht zu hoch, weil wenn ihr zu hoch seid, fliegt ihr zwar schneller, aber im Falle von Turbulenzen kann es sein, dass ihr dann auch relativ schnell an der Overspeed kratzt und lauft vielleicht Gefahr, in irgendeine Overspeed Protection reinzulaufen. Deswegen machen wir es bitte nicht so hoch. Egal, ob der Ölpreis jetzt hoch oder tief ist, das würde sich natürlich dann variieren. Also es gibt zum Beispiel Airline, die für jeden einzelnen Flug, egal, für jedes einzelne Lag, das neu berechnen. Also habe ich immer einen wechselnden Cost-Index. Die meisten Airlines, die haben einen Cost-Index, der wird dann immer mal angepasst, je nach Ölpreis. Ja, so ist es eigentlich. Also der ist schon mal variabel, aber dann alle paar Monate, alle 2 Jahre, je nachdem, wird er mal geändert. Also in diesem Fall nehmen wir 30. Wenn ihr so bis 60 geht, habe ich nichts dagegen. Aber geht bitte nicht höher, weil wenn ihr höher geht, dann kommt ihr immer schneller an diesen Overspeed-Part. Darum geht es, ja. So, wir wollen Fluglöcher 330 fliegen. So. Flugfläche 330. So, hier ist ein kleiner Fehler, der ist im Tollys auch schon gewesen. Es ist folgendermaßen. Wir hatten das in der Flight Preparation schon besprochen, wie man das Ganze ausrechnet. Also, wenn ich in Flugfläche 330 fliege, dann sind das 33. Ja? Okay, 33. So, wir wissen, dass in der Standardatmosphäre die Temperatur pro 1000 Fuß um 2 Grad abnimmt. Also hätten wir, oder nochmal anders, ja, also 2 Grad abnimmt. Und wir haben am Boden 15 Grad. Das ist ein Standardmodell. Bedeutet, wenn wir jetzt hier am Boden stehen, haben 15 Grad, dann hätten wir in 1000 Fuß nur noch 13 Grad. Und in 2000 Fuß hätten wir nur noch 11 Grad. Und in 3000 Fuß hätten wir nur noch 9 Grad. Also alle 1000 Fuß nimmt die Temperatur um 2 Grad ab. So, wie kann man das jetzt am besten berechnen? Denn ich kann ja nicht rückwärts das alles bis zum Flight Level 330 hochrechnen. Das ist ja bescheuert. Also habe ich 33. Das rechne ich mal 2, sind 66. Und ziehe davon die 15 wieder ab. Dann bin ich bei minus 51. Und im Normalfall wird hier auch dann genau mir das schon vorgegeben. Das ist sowohl falsch hier als auch im Tollys falsch. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also, mir gibt letztendlich das Flugzeug diese Rechnung, die wir im Kopf gemacht haben, automatisch vor. Ne? Aber scheinbar kann er nicht rechnen, denn minus 66 plus 15 sind minus 51 und nicht minus 50. Okay. Ist falsch. War aber beim Tollys auch falsch. Keine Ahnung. Es muss vielleicht mit dem X-Plane zusammenhängen oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin da sicherlich der falsche Ansprechpartner, aber es wundert mich schon, dass es bei beiden Flugzeugen falsch ist. Also gut, egal. Ist nicht so schlimm. Wir geben ja sowieso das Richtige ein. So, und was. So, also müssen wir mal gucken, wie es dann ist. Also Flight Level 330 jetzt minus 51 Grad laut Standardatmosphäre. So, und wenn wir uns jetzt mal unseren Flugplan nochmal angucken, dann stellen wir hier oben fest, dass wir hier Average ISA haben wir plus 005. Also ist es um 5 Grad wärmer als in der Standardatmosphäre.
Wenn ich also laut Standardatmosphäre minus 51 Grad habe und jetzt habe ich es um 5 Grad wärmer, dann habe ich minus 46. Klar? Minus 51 und es ist wärmer, also wir gehen ja dann in Richtung 0, ne? Es ist wärmer, sind dann minus 46. Also würden wir hier jetzt eingeben, slash minus 46. Und geben sie dann hier ein. Damit wird die Zahl groß und wir haben das bestätigt. Dann, der nächste Schritt war, gehen wir auch wieder zurück, dass ihr das Spiel immer wieder wisst, wo ihr dann auch nachher immer hingucken müsst, wenn wir dann um sowas uns kümmern. So, der nächste Schritt war unsere Tropopause, wo die jetzt gerade ist. So, dann gucken wir mal, wo ist die Tropopause? Hier ist sie unten. Tropopause, das ist der höchste Wert, geben wir da ein. Gut, ihr könnt auch einen Durchschnittswert eingeben, das ist jetzt, glaube ich, alles nicht so entscheidend, aber wir nehmen immer den höchsten Wert. Das wären jetzt 40.900, also 41.000. Und weil wir gerade dabei sind, die Temperatur am Boden ist in Stuttgart 26 Grad derzeit. Merken wir uns auch. Ne? Also 41.000 Fuß merken wir uns, Stuttgart merken wir uns 26 Grad. Okay, gut. So, also Tropopause hier oben, 41.000. Gehen wir ein. Passt. Funktioniert. Gut. So, jetzt haben wir die Grauntemperatur. Da haben wir plus 26 Grad. Das Plus braucht ihr nicht eingeben. Warum ich das mache, erzähle ich euch gleich. Aus dem Grund nämlich. Es geht nicht. Ist nicht implementiert. Warum? Wie beim Tollis auch. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Ist egal, ob ich 26 oder plus 26 eingebe, denn mit Plus hatte ich das noch nicht versucht, deswegen habe ich das jetzt hier mal eingegeben. Also, das ist hier nicht implementiert. Aber warum das so ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, kann an X-Plane liegen oder so. Ist jetzt für uns auch nicht so interessant, aber schade, dass es nicht funktioniert. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Gut, okay. Der nächste Punkt ist, wir haben hier die Möglichkeit, das wird uns nachher nochmal ganz wichtig, für uns noch ganz wichtig werden, wir haben die Möglichkeit, Winde einzugeben. Und zwar haben wir hier den Climbwind, wenn wir auf die nächste Seite gehen, haben wir den Cruisewind. Wo ist denn der Cruisewind? Den haben wir ja gar nicht. Ah, geh nochmal auf hier. Climbwind, Next Page. Nee, also der Cruisewind fehlt. Warum, weiß ich nicht. Das ist schon mal ein Fehler. Und vor allen Dingen ist diese Seite sowieso nicht so interessant. Warum sie vielleicht für uns noch interessant werden könnte mit dem Climb und Descentwind, dazu kommen wir später. Aber erstmal ist es so, man hat normalerweise die Möglichkeit, Climb, Cruise, Descent, kann man, vor allen Dingen bei dem Cruise ist es entscheidend, sogenannte Wegpunkte eingeben, die kennen wir ja alle, denn wir kennen aus dem Flugplan, ja, hatte ich euch vorhin gezeigt, auch aus dem vorherigen Flugplan, den wir schon hatten in der Flight Preparation, da seht ihr ja die Wegpunkte und ihr seht in eurem Level den jeweiligen Wind. So, und dann kann man also jeden einzelnen Punkt dort eingeben und den Wind. Das wäre also gerade bei Long-Range-Flügen, wenn ihr sehr lange unterwegs seid, ist das sicherlich, hat das Einfluss auf die MCDU-Berechnung. Das kann man durchaus machen. Wenn ihr normal unterwegs seid, alles bis 4-5 Stunden oder so, braucht ihr es eigentlich nicht. Denn, warum ist das so? Ihr habt ja den Average Cruise Wind. Den Average Wind, den habt ihr ja. Hier, seht ihr das? Hier, der Average Cruise Wind, wo war der noch? Der war hier oben, erste Seite. Da, Average Wind Component, minus 20. Also wir haben 20 Knoten Headwind. Den haben wir ja, der reicht uns ja. Aber wir werden nachher noch leider werden uns leider noch vom Gegenteil überraschen lassen müssen, leider. Gut, okay. Gucken wir mal. So, der einzige Punkt, der jetzt noch fehlt,
Das ist hier und das ist ja die alte Software. Hier auch im Tollys war es die alte Software und hier im Flight Factor ist das auch die alte Software. Hier muss ich auf IRS Init gehen und muss letztendlich meine Position bestätigen. Und zwar hier, das ist allerdings jedenfalls bei der alten Software richtig dargestellt, auf Align on Ref. So, und ihr seht schon folgende Position. Wir haben eine GPS-Position hier und ihr seht in blau, dass diese Position schon abweicht mit den Stuttgart Reference Point. Wo ist denn der überhaupt? Ich zeige euch ihn gleich mal, wenn ich das finde. Und zwar, es gibt für jeden Airport einen sogenannten Airport Reference Point. Normalerweise speichert ja die MCDU die letzte Position. Und wenn man die Maschine nicht bewegt, dann nimmt er automatisch die letzte Position. Macht ja auch Sinn. Wenn jetzt das Flugzeug allerdings bewegt wird, sage ich mal, von der Maintenance irgendwo an einen anderen Finger geschoben wird oder in Hangar oder so, dann würde diese Position aus der Speicherung natürlich nicht mehr funktionieren. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt eigentlich. Wir haben keine letzte Situation, aber wir haben einen sogenannten Airport Reference Point. Der ist natürlich irgendwo am Flughafen. Ja? Und unsere Position ist hier aber am Gate 15 jetzt. Also weichen wir ab von der Position. Das seht ihr auch, wenn ihr jetzt auf Align on Ref drückt. Wir confirm das. Ja. Dann seht ihr plötzlich Folgendes, dass hier das IRS 1, 2 und 3 übernimmt jetzt diese Position aus Stuttgart vom Reference Point. Aber die GPS-Position, die weicht einen Moment davon ab. Ne? Also alle drei, IRS 1, 2, 3, sind identisch mit den Koordinaten hier oben. Wir haben also dem IRS gesagt, wir sind jetzt am Airport Reference Point. Was ihr natürlich machen könnt, ihr könnt natürlich auch die Position direkt eingeben. Das kann man natürlich machen. Man kann natürlich, aber das machen wir jetzt nicht, aber man kann natürlich auch die Fingerposition eingeben. Ja, und dann seid ihr wieder genau da. Das machen wir dann vielleicht, dann wenn wir nochmal später, wir wollen das jetzt nicht übertreiben alles, das wird dann alles sonst ein bisschen viel. Und ihr könnt das auch überprüfen, gehört nicht zu unserem Procedure. Aber wenn ihr jetzt mal auf Monitor, Position Monitor geht, dann seht ihr gleich eine Abweichung hiervon. Na? Denn unsere Position, die wird ja durch das GPS nach wie vor gehalten. Wir haben ja eine GPS-Position. Und jetzt sagt er ja, Moment mal, wieso das denn? Ja, FMGC1, das Airport-Position. FMGC2 ist die zweite Aircraft-Position. Also das heißt, das ist die Berechnung unseres Computers. Und jetzt stellen die plötzlich fest, hä, wieso das denn? Wieso hat der Stuttgart eingegeben? Das steht doch ganz woanders. Und das ist genau das. Die IRS sind jetzt schon bis 1,0 oder was weiß ich wie lang schon ausgewandert. Maximal darf ein IRS-System laut Eichung nicht mehr als 3 Meilen pro Flugstunde abweichen. Na? Letztendlich geht es natürlich immer um unsere FMGC-Position, also sprich die eigentliche Aircraft-Position. Was die IRS machen, ist natürlich nur bedingt interessant, weil wir haben ja zwei GPS. Na? Aber jetzt haben wir eigentlich, sind wir noch nicht 1 Meter gerollt und schon haben wir eine Abweichung von 1 Meile. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn man die Position des Aircrafts, also sprich die Finger, die Gate-Position manuell eingibt. In so einem Fall. Normalerweise spielt es ja keine Rolle. Wir haben GPS, letzte Position gespeichert, die nimmt er und gut ist. Stimmt immer. Aber in diesem Fall würde jetzt das IRS schon um 1 Meile ausgewandert sein. Aber gut, wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen. Das reicht uns erstmal. Wir wissen da, die Position vom Flugzeug und der eigentlichen Position stimmt laut GPS-Koordinaten nicht überein. So, hier waren wir. Also, wir sind auf IRS Init gegangen, das war unser letzter Schritt, haben hier das Ganze confirmed, zweimal drücken und die Sache ist erledigt. So, das ist der Punkt 1. Jetzt kommen wir weiter zum Flightplan. Ihr erinnert euch.
Nun steht Stuttgart schon da und Lepa schon da. Woher weiß er das? Nun, wir haben ja auf der Init-Page schon Stuttgart nach Lepa eingegeben. Also ein bisschen weiß er ja schon. Und das sind jetzt diese Punkte. So, das Erste, wo wir uns jetzt drum kümmern, das ist unser Abflug. Wir wissen, laut Wind oder so haben wir jetzt die Lamadibahn 2.5 ist auf, die wählen wir. Und wir wissen laut Flugplan ebenfalls, dass es sich um eine Rotwe handelt. Und in diesem Fall konnte man sogar sehen, das ist die Rotwe 5 Bravo. Wundert euch nicht, wenn im Flugplan eventuell mal das hier nicht steht. Aber Moment mal, ich muss mal hier ganz kurz was ändern, weil das stört mich hier, dass ich immer im Vollbildmodus bin. Wie kann ich das ändern? So kann ich das ändern. So, ich mach's mal so. Ja, so ist es etwas besser. Einen Moment. Ja, können wir trotzdem so machen. So, und zwar, ihr seht jetzt, hier im Flugplan steht, ja, Rotwe 5 Bravo. Das muss da nicht stehen, es kann auch nur Rotwe da stehen, weil Dispatch weiß ja zu dem Zeitpunkt gar nicht und das Programm auch nicht, welche Bahn ihr in 5 Stunden dann überhaupt bekommt. Denn so ein Flugplan wird zwischen 4 und 6 Stunden vorher entwickelt. So, und deswegen kann da auch durchaus nur der Punkt stehen, aber nicht die jeweilige Bezeichnung, denn die 5 Bravo ist ja der 2.5 zugeordnet. Okay, also nur da, dass ihr da Bescheid wisst, wie sich das darstellt. So, und dann gehen wir auch gleich mal zur Chart, damit ihr das auch gesehen habt. Und zwar, wir haben hier jetzt ja gewählt die Rotwe 5 Bravo, hier steht sie oben. Und das ist letztendlich ziemlich einfach. Wir gehen geradeaus bis zu dem Delta Sierra 049er Punkt. Das waren bei der anderen Folge 16 Meilen. Ich gehe mal davon aus, dass es nach wie vor 16 Meilen sind. Und dann biegen wir hier links ab nach Rotwe. Merkt euch mal geradeaus bis zu dem Punkt und dann nach Rotwe. Initial Altitude steht hier, Initial Climb Clearance 5000, in Deutschland ja mehr oder weniger immer so. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es in anderen Ländern steht, das da eben halt nicht. Ihr seid das vielleicht durch Europa so gewohnt, weil da häufig eben halt ein Initial Climb Clearance steht. Mehrheitlich auf der Welt steht sie da nicht. Das wird euch dann Dispatch durchgeben, ne? Ja, ist also jetzt nicht so schwer. Genau. Gut, okay, dann wollen wir weitergehen. Und zwar wollen wir uns jetzt wieder in den Sim begeben. So, also hier haben wir die Rotwe 5 Bravo. Also wählen wir sie aus. Und hier steht, ist es richtig gemacht im Gegensatz zu Tollis. Ihr seht, hier steht schon gleich Insert. Und wir, bei dem anderen mussten wir das eine Seite zurückgehen. Also hier seht, da gibt es schon wieder einen Qualitätsunterschied in Richtung Flight Factor. Muss man ganz klar sagen. So, dann haben wir hier Rotwe. Und dann unten kümmern wir uns jetzt um den Anflug. Wir wissen nun leider ja, dass wir nach wie vor die 2.4 rechts bzw. 0.4 links nicht richtig als ILS anfliegen können. Wir wissen zwar, dass wir den Localizer 06 left fliegen können und was anderes nicht. Denn in den Notems haben wir gesehen, für die 2.4 rechts, das ist ja die gleiche Bahn, 2.4 rechts ging weder der Localizer noch der Glideslope. Aber bei den Notems stand von der 06 links nicht, dass der Localizer nicht geht. Es stand nur, dass der Glideslope nicht funktionierte. Also gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass, wobei das ja, na gut, wir werden es sehen. Also da gehe ich von aus, dass also die Lock Runway 06 left funktioniert. Das ist in Palma sowieso eine etwas eigenartige Sache. Erzähle ich euch nachher nochmal. Also, wir haben hier schon die Lok 06 left und die werden wir jetzt erstmal vorselektieren, denn davon muss ich ja erstmal ausgehen. Und wir wissen, das ist die sogenannte Lunik, Moment, Lunik to Juliet ist das.
Lunik to Juliet. Und jetzt weiß ich zum Beispiel gar nicht, was ist denn das? Mike, Juliet, Victor, ADS, Captepera, keine Ahnung. Da ich mich die ganze Zeit auch eigentlich auf die 2.4 eingestellt habe und jetzt während des Live-Videos umgeswitcht bin auf die 0.6, stehe ich da genauso wie Peak 7 wie ihr. Also müssen wir uns jetzt einfach mal damit beschäftigen. Also, da müssen wir uns erstmal lebhaft, ich wechsle mal euch, dann könnt ihr das alles mitverfolgen. So. Okay, also wir brauchen LEPA, 06 Left, brauchen wir eine Anflugkarte, mal gucken, was das ist. Jetzt dauert das einen Augenblick. Das ist alles online, schade, dass man das nicht offline zur Verfügung hat, das ist dann doch schon ein bisschen schade. Aber gut, das lässt sich dann nicht ändern. So, und es ging ja um die Star. So, es war auf jeden Fall eine Lunik. Wo haben wir Lunik? Da haben wir die Lunik to Papa. Ich gucke noch mal eben im Sinn, was das war. Was bietet er uns da an? Die Juliet war das, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Lunik to Juliet. Die wählt er da automatisch aus, aber ich muss das natürlich überprüfen, ob das auch wirklich dann so ist. Ja, das ist hier etwas schlecht gemacht. Das ist bei Jeppesen alles viel, viel besser. Hier ist die Lunik to Juliet. Aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen Spielkram hier. So, dann gucken wir uns die mal an. Die geht von Lunik über Captepera. Okay, das wollte ich wissen. Also Lunik, Captepera und von da geht es dann hier nach Mike, Juliet, Victor. Ja. Okay, jetzt die Frage natürlich, was wir jetzt auswählen. Wählen wir jetzt Captepera aus oder Mike, Juliet, Victor? Werden wir uns gleich mal angucken. Kann ich euch im Moment auch nicht sagen. Werden wir sehen. Gut, also die Lunik to Papa, to Juliet ist schon ausgewählt. Und das geht dann via, ja, nehmen wir mal Mike, Juliet, Victor, mal sehen, was passiert. Und inserten das Ganze mal und gucken uns das jetzt einfach mal auf dem, hier an. Wir gehen auf den Plan Mode, um uns das Ganze angucken zu können. Schalten mal hier runter und selektieren jetzt mal, gehen wir auf die AirPods-Seite, geht das schneller, so. Und ja, das ist Captepera. Siehst du wohl, klappt. Hier sind wir in Captepera. Geht dann weiter über Mike, Juliet, Victor. Da haben wir das Teil. Und dann irgendwann mal auf die Bahn. So. Okay. Dann gucken wir uns das aber trotzdem nochmal wieder auf der Karte an. Warum? Nun, wir haben uns jetzt mit der Anflugkarte beschäftigt, das passt, aber jetzt gucke ich mir die 06 nochmal an, 06 links, die Localizer, weil wir sind ja jetzt auf dem Initial Approach Fix, ihr seht das, IAF, das ist der Initial Approach Fix. Der Initial Approach Fix ist immer der Punkt, wo ihr umschalten könnt von der Arrival Chart auf die Approach Chart, also da, wo dann die eigentliche Landung zu sehen ist. Ne? Genauso wie hier oben auch bei Lunik. Der letzte Punkt auf unserer Route hieß Lunik. Also gibt es meistens dann auch eine Lunik. Ja, eine Lunik Arrival, die haben wir gesehen. Und dann geht eine Arrival, geht dann bis zu einem Punkt, meistens der Initial Approach Fix. Und beim Initial Approach Fix gehen wir dann auf die nächste Seite. Und hier seht ihr das auch. Da haben wir das. Hier haben wir Mike, Juliet, Victor. Und dann gehen wir hier rum. Auf den Localizer. Wir können uns ja nochmal eben das ILS angucken, auch wenn es nicht funktioniert, auf der 06, ILS 06 Temporary, das wird es wahrscheinlich sein. Da gucken wir uns mal was an.
Hier haben wir die, ja, ist das gleiche, geht auch hier rum. Alles klar. Gut, okay, dann können wir wieder umschalten und gehen wieder in SIM. Wir haben eigentlich alle Informationen, die wir jetzt erstmal benötigen, damit wir Bescheid wissen. So. Das Einzige, was jetzt eben halt mich hier etwas irritiert, ist Folgendes. Moment mal eben. Ach so, der rechnet das noch nicht aus. Daran liegt das. Moment. Genau. So, alles klar. Das sehen wir dann gleich. Alles in Ordnung. So, jetzt haben wir also uns eigentlich darum gekümmert. Wir wissen, wohin wir fliegen. Nach Lunik. Dann sind wir auf die nächste Chart gegangen. Die Arrival Chart. Das ist eine Lunik. Und die führt uns zu unserem Initial Approach Fix. Das ist Mike Juliet Victor. Und von da switchen wir dann um in die Approach Chart. Okay, was wir natürlich noch gar nicht gemacht haben, ihr habt gesehen, wir haben ja noch nicht viel da eingegeben. Wir haben jetzt unseren Abflug und Anflug und das machen wir jetzt. Pass auf, Leute. Ich gehe mal wieder hier auf die Flightplan-Seite. So, der letzte Punkt des Abflugs war ja Rotwe. Also gehen wir jetzt hier links auf Rotwe und dann sehen wir hier Airways. Denn wir wollen jetzt unsere Airways eingeben. Das ist wichtig. So, und zwar drücken wir hier drauf und dann haben wir zwei Spalten. Wir haben einmal die linke Spalte und die linke Spalte ist grundsätzlich immer für ein Airway gedacht. Und die rechte Spalte bezieht sich dann immer auf irgendwelche Wegpunkte, sodass ihr das immer ganz gut auseinanderhalten könnt. Ja? So ist das eigentlich immer gedacht. So, der erste Airway, den wir haben, das ist der Yankee 126. 126, wie gesagt, es ist ein Airway, deswegen auf die linke Seite. Dann geht das weiter, November 850. Auch Airway, auch links, nächster Airway. Ist die Mike 984. Und dann geht es weiter, Upper Mike 984. Nächster Punkt, oder Airway, Uniform Yankee 38. Uniform Yankee 38. So, jetzt springt er automatisch hoch. Das ist, glaube ich, falsch implementiert, aber für uns noch sogar noch besser. Uniform November 852. Und dann haben wir noch die Uniform Lima 129. Uniform Lima 129. So, das ist der letzte Airway und der endet bei Lunik. So, und das ist jetzt ein Punkt und den müssen wir dann auf die rechte Seite eingeben, weil der ja für die rechte Seite reserviert ist. So, und damit sind wir fertig. Dann gehen wir einen zurück und sagen Insert und sind automatisch wieder auf der Flightplan-Seite. Das ist auch richtig. So, und jetzt scrollen wir mal nach oben. Und dann sehen wir, dass unser letzter Punkt Lunik ist. Da ist er. Und jetzt haben wir ja schon die Lunik to Juliet eingegeben, sodass ihr also seht, er geht jetzt von Lunik über Cap de Pera, Nakop und dann über Mike Juliet Victor und dann sind wir irgendwann mal auf unserem Endanflug. Also das heißt, es ist auch keine Continuity drin. Wir können uns das auch gerne jetzt hier nochmal angucken, wenn wir das schon haben. So, gehen wir hier mal hin, scrollen das Ganze mal durch, Traseding, Vater und dann Lunik und da sind wir schon bei Cap de Pera und dann bei dem. Und da rechnet er nachher, die Kurve müsste er eigentlich automatisch ausrechnen. Die ist noch nicht errechnet, weil er noch keine Speeds hat. Das kann durchaus sein. Müssen wir aber darauf achten, ne? Denn laut der Karte
schließt das dann mit der Kurve direkt auf den Endertflug an. Müssen wir nachher nochmal drauf achten. So, damit sind wir mit dem eigentlichen Flugplan, was die Route anbelangt, fertig. Der nächste Schritt wäre jetzt der Secondary Flight Plan. Wir tippen also auf den Secondary Flight Plan und wir finden jetzt eine Seite vor, die, ja, wo es eigentlich kein richtiges Procedure für gibt, wofür wir diese Secondary Flight Plan Seite benötigen. Aber aus meiner langjährigen Erfahrung gibt es eigentlich nur eine Methode, wo wir uns diesen Flight Plan, den Secondary Flight Plan, zunutze machen können. Ich weiß, andere Piloten machen das anders. Ich sage auch gleich, wie sie es machen, aber ich mache es so. Nun, der Secondary Flight Plan ist natürlich, man kann uns verschiedene Sachen machen. Also, angenommen, wir würden auf einem Flughafen starten, wo es zwei Parallelbahnen gibt, dann gibt es entweder die rechte oder die linke. Und dann gibt es viele Piloten, die also auf dem Aktivflugplan vielleicht die rechte eingeben und auf dem Secondary die linke, damit also, falls wir da dann doch die andere Runway bekommen, nicht groß alles wieder programmieren müssen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich persönlich rate von dieser Möglichkeit ab. Aus meiner Erfahrung oder meiner Sicht ist es eigentlich Faulheit, denn wenn also wirklich ein Runway-Change für meinen Abflug vorliegt, dann würde ich mit ATC sprechen und sage, pass mal auf, gib mir mal 3 Minuten. Ich muss also die FMC kurz neu programmieren. Ich muss das Briefing nochmal machen, weil das ja nicht mehr stimmt. Und erst dann geht es dann weiter. Das ist auch überhaupt kein Problem, weil wir ja am Boden sind. Wir haben keine zeitliche Begrenzung und das macht eigentlich Sinn. Wenn man also sich um was anderes kümmert. Also das ist in meinen Augen nicht der richtige Weg. Ich weiß aber, dass viele Realpiloten das so machen. Aber denkt doch mal an folgenden Fall. Denkt doch mal daran, ihr macht einen Abflug und wir kriegen einen Engine Cut, also Engine fällt aus. Oder wir haben Klappenprobleme, wir haben Hydraulikprobleme, wir haben Kabinendruckhöhenprobleme oder irgendetwas. Dann, was macht man denn eigentlich? Nun, in der Regel geht man grundsätzlich in die Warteschleife. Irgendwo ins Holding, dann kann ich mit dem Fehler rumdealen und dann, wenn das vorbei ist, dann kann ich weiterfliegen. Oder wenn es nicht vorbei ist, muss ich eben halt irgendwie zurückkommen oder zu meinem sogenannten Take-off-Alternate fliegen. Vielleicht da noch ganz kurz ein Wort zum Take-off-Alternate, bevor wir bei dem Secondary Flight dann weitermachen. Ja, können wir auch beim Secondary machen, ist egal. So, das heißt, entweder gehe ich zu meinem Departure Airport wieder zurück, das wäre dann mein Take-off Alternate Stuttgart, oder wenn ich feststelle, oh, das Wetter ist aber echt schlecht oder das ILS steht nicht zur Verfügung und dies steht nicht zur Verfügung und kann ich dann überhaupt noch den Anflug fliegen, wenn ich eben halt Systemausfälle habe. Aber meistens ist es so, wenn also das Wetter echt schlecht wird, dann kann ich mir einen anderen Take-off Alternate aussuchen. Wir benötigen also nicht nur ein Alternate für unseren Zielflughafen, sondern wir benötigen auch einen anderen Airport Alternate aber für unseren Abflughafen. So, das ist in der Regel ist es der Abflughafen, von dem ihr losfliegt. Aber wenn es so sein sollte, dass das Wetter echt schlecht ist, ihr habt, sage ich mal, eine AVA, eine Runway Visual Range von vielleicht 250 Metern, dann könnt ihr starten, aber ihr könnt ja nicht mehr landen. Ihr könnt vielleicht einen K3-Bravo-Approach machen, aber kann mein Flugzeug das im Falle eines Systemausfalls noch? Das ist die Frage. Und dann würde ich eventuell vorschlagen, man geht dann nach, was ist da, Nürnberg oder München oder irgendwas als Take-off-Alternate. Also das müsst ihr im Kopf haben. In unserem Fall ist es einfach, Stuttgart hat gutes Wetter, ILS geht auch und wir können also nach Stuttgart zurück. So. Und jetzt will ich auch darauf hinaus, ja gut, jetzt kriege ich also nach dem Takeoff irgendein Problem und ich möchte in die Warteschleife gehen und ich programmiere das jetzt nicht am Boden. Weiß ich denn, ob mein Partner, der Pilot Monitoring, überhaupt noch in der Lage dazu ist, geistig so etwas zu implementieren? Normal ist das ein Selbstgänger, aber ich habe selbst schon junge Co-Piloten erlebt, die also dann, obwohl wir nur diverted sind irgendwohin, die standen da wie Peak 7, und die waren völlig lost. Also die konnten nicht mal die Kommunikation noch vernünftig durchführen. Das gibt es. Wir sind alle Menschen und wir wissen nicht, wie wir in einer Notsituation reagieren, auch wenn wir das 1000-mal im Simulator geprüft haben. Aber trotzdem, man weiß es nicht. Und aus dem Grund ist es natürlich vielleicht ratsam, eine Sache, die ich am Boden schon programmieren kann, warum soll ich das nicht am Boden schon machen? Weil es ist ja
letztendlich easygoing, ja, als dass ich mich dann in Hektik irgendwo mit solchen Sachen in der Luft rumschlagen muss. Und deswegen aus meiner Erfahrung macht es Sinn, diesen Flugplan, den Secondary-Flugplan dafür zu benutzen, um irgendwie eine Warteschleife auf unser Departure einzugeben, damit wir dann gleich in die Warteschleife fliegen können und dann können wir ganz in Ruhe uns mit unserem Problem beschäftigen. Wie gesagt, gibt es unterschiedliche Meinungen, das ist meine und genauso würde ich es euch auch empfehlen und deswegen machen wir das auch mal so. Die Frage ist natürlich jetzt, ja gut, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Und dazu müssen wir natürlich dann getrost nochmal hier auf unsere Abflugkarte gehen. Wo haben wir die? Rotwe. Und das dauert jetzt wieder einen Augenblick, weil er runtergeladen wird. Hier haben wir unsere 5 Bravo, Rotwe 5 Bravo. Wir fliegen ja geradeaus weiter. So. Und eigentlich wäre dieser Punkt ideal. Ihr müsst euch ungefähr so eine Warteschleife einbauen, die so zwischen 10 und 20 Meilen vom Abflug entfernt ist. Weil ihr müsst erst mit dem ICAM ein bisschen rumarbeiten, bis ihr dann irgendwo einigermaßen das Flugzeug stabilisiert habt. Und dann macht es Sinn, irgendwo so bei 10 bis 20 Meilen in die Warteschleife zu gehen. Und da der Punkt hier 16 Meilen entfernt ist, wie wir aus dem vorherigen Flugplan oder vorherigen Karte, die Original-Jeppesen-Karte wissen, die ist ja hier von Navigraph, wissen wir, dass das 16 Meilen waren. So, und dann geht es weiter nach Rotwe. Also entweder nehmen wir jetzt diesen Punkt oder wir nehmen Rotwe. Auch Rotwe wäre noch im Bereich des Möglichen, ne? So, also nur mal dazu, damit wir wissen, okay, wo können wir da eventuell hingehen. Das allererste, was wir machen, wir kopieren mit dem Copy-Active-Schalter unseren aktiven Flugplan hier hin. Damit sind die beiden identisch. Der ist jetzt weiß, da können wir immer den Secondary erkennen und ihr seht hier auf dem Flugplan, dem aktiven Flugplan, der ist grün, also sehen wir den Unterschied. So, jetzt haben wir also hier da drauf gedrückt und haben unseren Secondary Flight Plan. So, und jetzt haben wir gesagt, hier bei Delta Sierra 049 wäre eigentlich der ideale Punkt, um ins Holding zu gehen. Leider, warum weiß ich nicht, wenn ich hier drauf drücke, kommt plötzlich kein Holding. Das ist also ein Bug. Das ist definitiv falsch. Ich kann jederzeit bei jedem Punkt ins Holding gehen, egal ob das offiziell ist oder nicht, also sprich in der Karte veröffentlicht ist oder nicht. Also das ist hier im Flight Factor ebenfalls nicht richtig dargestellt. Wir hatten ja beim Tollys auch ein Problem, wenn ihr euch daran erinnert. Also, wie gesagt, das ist hier falsch dargestellt, also können wir das erstmal mit dem Delta Sierra 049 Punkt leider erstmal abhaken. Aber wir haben dann eben halt den nächsten Punkt, na gut, Rotwe ist ja auch nicht so weit weg, dann gehen wir eben halt nach Rotwe und wenn wir da links drauf drücken, dann kommt plötzlich hier das Holding, wo wir drauf drücken und wir haben dann normalerweise laut neuer Software automatisch hier schon das Holding hinterlegt, also ob das nun rechts rum ist, links rum ist, Inbound-Kurs, also das offizielle Holding. Hier bei der alten Software drücken wir auf Computed und dann haben wir hier unser Holding und gehen dann wieder zurück. Also ihr seht, das können wir jetzt hier ganz gut sehen, wenn wir etwas weiter hochscrollen, ihr seht jetzt Rotwe, dann sehen wir Holding und dann sehen wir wieder Rotwe. So kann man immer ein Holding identifizieren, das ist bei Boeing etwas anders. Aber hier sehen wir das. Zweimal der gleiche Punkt und in der Mitte steht dann Hold. So. Nun, wenn wir also in Rotwe jetzt im Holding sind und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir nicht weiterfliegen können, sondern zurückgehen und wir sind davon ausgegangen, aufgrund des Wetters, dass wir in Stuttgart wieder landen können, dann ist ja uns daran gelegen, dass wir von Rotwe uns letztendlich direkt wieder nach Stuttgart begeben. Also, hier steht allerdings noch Lepa. Das wollen wir ja gar nicht. Hier soll Stuttgart stehen. Und wie machen wir das? Indem wir jetzt den zweiten Punkt nehmen, also der unter dem Holding steht, Rotwe, drücken links drauf und dann seht ihr hier auf der rechten Seite New Destination. Und die New Destination ist jetzt hier Stuttgart, weil da wollen wir ja wieder zurück. Also drücken wir darauf. Okay, und ihr seht schon, jetzt springt er auch wieder zurück. Das ist auch richtig implementiert im Gegensatz zu Tollys. Und da sehen wir jetzt hier, da steht jetzt plötzlich Stuttgart. Jetzt müssen wir uns um den Anflug für Stuttgart kümmern. Stuttgart, Arrival. Wir wissen, wir gehen wieder auf die 2.5, die können wir auswählen. Hier oben ist sie. Moment. Da.
Da ist die ILS Runway 25, die wählen wir aus. Normalerweise, wenn es richtig wäre, steht der allererste Punkt No Star. Und wenn wir dann auf No Star drücken, steht da auch No Via. Das ist hier nicht der Fall. Hier muss man erst runterscrollen. Dann steht da zwar No Star, aber das ist automatisch schon selektiert. Das stimmt nicht. Es steht erstmal oben und nicht unten und dann ist es auch nicht automatisch selektiert. Das muss ich ihm schon sagen, dass ich keine Star haben will. Also er geht hier in unserem Fall jetzt hier bei der FMC davon aus, dass wir keinen Star haben will. Okay, das stimmt. Wollen wir nicht haben. So. Und dann gehen wir auch auf Via. Da müsste man nun mal gar nicht drauf gehen, denn wenn ich auf No Star selektiere, kommt automatisch die Via-Page, die ich jetzt mal manuell selektiere. So. Und das sind jetzt Via-Punkte. Und da seht ihr genau das gleiche Spiel. Wenn ihr ganz nach unten scrollt, steht da plötzlich nur Via. Das ist wieder falsch. Es steht normalerweise ganz oben. Und es wird auch nicht automatisch selektiert. Warum? Ich brauche jetzt für diese, ich sag mal, provisorische Anflug-Preparation. Ich brauche weder eine Arrival, noch brauche ich irgendwie eine Via, weil ich weiß gar nicht, wie der Anflug nachher absolviert werden muss. Das heißt, solche Sachen würde ich dann im Holding programmieren, wenn es dann wirklich in Richtung Stuttgart wieder zurückgeht. Für uns ist erstmal nur wichtig, dass wir hier, und wir sehen das auch, wenn wir hier zurückgehen, wie gesagt, auf dem Secondary Flight Plan ist nichts zu aktivieren mit dem Insert. Das ist nur bei der aktiven Seite. Also deswegen erscheint dann auch hier rechts unten nicht irgendwie Insert oder so. Das ist bei der Secondary Flight Plan nie der Fall. Aber wir sehen schon, hier haben wir Rotwe und wenn wir jetzt hochscrollen, dann kommt gleich der Anflugpunkt für unser ILS-System. Also das stimmt schon. Nur wie gesagt, es war der Weg dorthin, dass da also gleich schon No Star angeklickt ist und dass es unten steht und dass auch schon gleich dann No Via angeklickt ist und es unten steht, das ist falsch programmiert. Aber gut, auf jeden Fall haben wir das, was wir wollen. Wir wollen von Rotwe nach unser. Und was dazwischen dann irgendwie kommt, das ist nicht so wichtig, weil wir erwarten sowieso, im Falle eines Emergency erwarten wir sowieso Rädervectors. Ich brauche mich also weder um eine Star kümmern, noch um irgendeine Via bla bla bla. Ne? Das ist dann Rädervectors, der führt uns direkt nach unser und dann können wir unseren Anflug machen. Deswegen können wir auch die Discord-Unity hier drin lassen, die interessiert uns nicht. Also, Take-off-Alternate ist klar, müssen wir es gucken. Dann suchen wir uns einen Punkt aus, 10-20 Meilen, so Pi mal Daumen, irgendwo, wo es dann ist. Da wählen wir dann unser Holding aus. Und wenn wir nochmal zurück auf die Karte gehen, schnell. Beispielsweise, hier oben hätten wir jetzt die Departure. Wir würden also hier runterfliegen, eine Rechtskurve machen und hier, sag ich mal. Dann würde ich natürlich hier eventuell ein Holding wählen, weil das schon auf der Anflugseite liegt. Denn wir würden ja wieder auf die 2.5 hier landen. Ne? Aber hier entfernen wir uns ja sehr stark vom Airport und dann müssen wir so bei 20-30 Meilen müssen wir uns dann drum kümmern, dass wir da ein Holding einbauen. So, und wenn wir das gemacht haben, dann interessiert uns keine Star, uns interessiert uns kein Via, so dass wir das so haben, wie es hier jetzt gerade veröffentlicht ist. Gut, okay, damit haben wir also, was den Secondary Flight Plan, was die Route anbelangt, uns das Ganze schon erledigt. Jetzt müssen wir allerdings nochmal auf den Secondary Flight Plan drücken und gehen auf die Performance und drücken dann viermal, 1, 2, 3, 4 und dann haben wir die Approach-Seite. Also was wir aber auf jeden Fall machen wollen ist, wir wollen uns nochmal mit dem Wetter beschäftigen, damit wir das Wetter auch nochmal richtig eingeben. So, dafür schalten wir jetzt nochmal zurück und gucken uns nochmal das Wetter an. Und wir stellen also fest, wir haben in Stuttgart variabel 5 Knoten, 26 Grad und 1013. Das müssen wir natürlich nochmal rausholen dann. So, also 1013. Gehen wir ein. Für den Secondary, Temperatur und 26 Grad. So, und jetzt kommen wir zum Wind. Wind ist ja im Moment variabel 5 Knoten. Tja, das kann natürlich Headwind sein, das kann Rückenwind sein, das kann Seitenwind sein. Wir wissen es nicht.
Und weil wir das nicht wissen, sind wir auf der sicheren Seite, wenn wir Rückenwind eingeben. Also hier bei dem Wind würde ich denn in diesem Fall die Gegenstartbahn nehmen. Also das ist die 707, ne? 070 mit 5 Knoten. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. 070/5. Das hängt mit der Groundspeed Mini zusammen. Das erkläre ich dann später mal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Dann hätten wir zwar 5 Knoten Rückenwind, aber den haben wir ja gar nicht. Wir haben Variabel. Das kann 5 Knoten Rückenwind sein, aber muss es nicht. Unsere maximale Lande- oder Windkomponente ist minus 10, also 10 Knoten Rückenwind. Also deswegen sind wir da auf der sicheren Seite. Also wenn da Variabel steht, gibt ihr immer Rückenwind ein. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. So, und dann müssen wir uns noch mit dem Moment mal, dann müssen wir uns hier jetzt noch mal mit dem Minimum beschäftigen. Das Minimum von unser ILS Runway 25. Ah, das ist echt nervig, also dass das alles immer wieder neu runtergeladen werden muss, das ist echt bescheuert. Also deshalb, da erwarte ich mehr für das Geld, was man bei Navigraph ausgibt, da erwarte ich dann mehr von. Okay, wie auch immer. Und das ist auf dem iPad genau dasselbe. So, das Minimum, genau, das wollten wir uns angucken. So, wir haben hier, da kann ich auch gleich nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, wir hier haben hier Cut 1, das wäre also unser Minimum, 1381 Altitude. Da gebe ich euch gleich mal ein ganz kurzes Briefing und Erklärung, weil das ist auch immer, ich habe das bei YouTube gesehen, ich habe es im Forum gesehen, die Leute wissen nicht, was man da eingibt. Also, pass mal auf. Wir haben hier Cut 1, das ist unser normaler Anflug für das ILS, okay? Dann haben wir noch hier Cut 2 und Cut 3, das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Und dann haben wir hier noch unser Glide Slope Out. Das heißt, wir fliegen ein Localizer oder wir fliegen ein ILS, aber da das Glide Slope nicht funktioniert, deswegen steht hier Glide Slope Out, fliegen wir ein Localizer Approach. Deswegen ist das Minimum hier auch erheblich höher, weil wir das ganze Managed Selected fliegen, erkläre ich euch später bei den Anflugverfahren. So, das heißt, darauf will ich hinaus, in Palma, da gibt es komischerweise, das ist nicht üblich, aber so ist es nun mal, die haben eine extra Chart, Log Runway 06 Left. Wir haben uns die vorhin angeguckt. Da gibt es eine extra Chart für. Normalerweise ist das eigentlich nicht der Fall. Normal habt ihr eine ganz normale ILS-Chart und wenn daraus ein Localizer wird, weil der Glide Slope ausgefallen hat, habt ihr das auf der gleichen Chart. Es gibt also keine zusätzliche Chart und dann findet ihr hier das Minimum für diesen Anflug, wenn ihr nur mit dem Localizer fliegt. Das ist also der Normalfall. In Palma haben wir da mit der extra Chart einen Sonderfall. Okay? Ist eben halt so. So habt ihr das eben halt auch mal kennengelernt. Warum nicht? So, und jetzt geht es hier um unser Minimum. Das ist 1381. Und ihr seht schon, was steht denn hier überhaupt? DA. Das ist die Decision Altitude, Leute. Es ist eine Altitude, die bezieht sich auf den Meeresspiegel. Und in Klammern steht dann H für Height. Das wäre dann die Decision Height. Also das, was hier in Klammern steht, ist die Height. Okay, so, also die Height ist direkt über der Landebahn und die Altitude ist über Meeresspiegel. Ja, dann gucken wir doch mal nach, wo liegt denn über, ich mache zoom mal weiter raus hier, so, wo liegt denn überhaupt Stuttgart? Ihr könnt ja das gut sehen. Die Runway Elevation, das ist, darauf kommt es an, die Runway Elevation ist 1181. Fuß. Okay? So, das merken wir uns. Und jetzt gucken wir mal hier. 1381 Fuß ist unsere Altitude. Und die entspricht eben halt 200 Fuß über der Landebahn. Weil wenn ich jetzt von 1181 200 draufschlage, dann komme ich auf 1381. Und das ist hier Meereshöhe. Also ihr könnt euch das so einfach merken. Wenn ich hier jetzt die Landebahn habe von der Fußzahl her und addiere die Height drauf,
dann komme ich automatisch auf meine Altitude. Ist ja logisch, weil die Elevation ist 1181 über Meeresspiegel. Da liegt der Flughafen nun mal. Und wenn ich jetzt noch eine Height da drauf schlage, in diesem Fall 200, dann komme ich eben halt, bin ich 200 Fuß über der Landebahn. Aber ich bin 1381 über dem Meeresspiegel. So, und worauf ich hinaus will, ist, wir geben jetzt in die FMC eine Altitude ein. Weil wir fliegen ja Altimeter. Wir fliegen keine Height. Height fliegen wir hier, wenn wir mit Radioaltimeter arbeiten. Das habt ihr im Outside-Check, da habe ich euch mal so ein Radioaltimeter, so ein Radiohöhenmesser gezeigt, ne, wie das aussieht da unter der Fuselage. Das ist dann RA. Ein K2, K3 Alpha, K3 Bravo wird grundsätzlich nur nach dem Radiohöhenmesser geflogen. Und da geht es dann wirklich um eine Height. Weil der Radiohöhenmesser kann natürlich nur ein Signal nach unten zum Boden ausstrahlen, dann geht es wieder nach oben, dann misst er das. Aber der weiß natürlich nicht, wo der Meeresspiegel liegt. Also ist das eine richtige Höhe, eine Height. So, aber in allen anderen Fällen geht es hier um eine Altitude und nicht um eine Height. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Und jetzt gehen wir mal zurück, damit ihr jetzt den Bogen wieder bekommt ins Cockpit. So, jetzt haben wir nämlich MDA und DH. Das eine ist die Minimum Descent Altitude und das andere ist eine Decision Height. Bedauerlicherweise, deswegen wurde es auch geändert, ist das hier in der alten Software, so ist es in Wirklichkeit aber auch gewesen, ist das ein bisschen irreführend. Mit Minimum Descent Altitude wird auch auf den Navigation Charts von Jeppesen bei den Approach Chart häufig immer da ist immer die Rede von MDA, das bezieht sich auf einen Non-Precision Approach. Okay? Es ist zwar immerhin noch eine Altitude, aber trotzdem ist das immer so, wie soll ich sagen, ist so ein bisschen immer so in Richtung Non-Precision. Deswegen hat man das geändert. Das heißt jetzt nicht mehr MDA in den meisten Flugzeugen, die jetzt die richtig neue Software drin haben. Da heißt das hier oben Baro, das macht auch Sinn, weil wir ja nach dem barometrischen Druck arbeiten. Und unten steht dann Radio. Und Radio steht für Radio Altimeter. Da kann man sich das merken. So, und jetzt nochmal dazu. Also, ihr gebt grundsätzlich, wenn ihr ein Minimum eingebt, dann seid ihr immer hier oben bei MDA. Grundsätzlich. Also in diesem Fall waren das 1381. Das ist unser Minimum für den ganz normalen CAT-1 ILS Approach. Das geben wir hier an, weil es um eine Altitude geht. So, und dieses DH, das würdet ihr nur und ausschließlich angeben, wenn ihr ein Autoland macht, K2, K3 Alpha, K3 Bravo. Dann würdet ihr hier das, was in der Karte steht, stand da ja irgendwie 107, 100, nee, 1281, also 107 Fuß. Wenn wir also mit diesen Anflugverfahren arbeiten, dann geht es um eine Height. Also sprich der Radiohöhenmesser, der ist für uns entscheidend und dann geben wir diesen Radiohöhenmesserwert, also das Minimum vom RA, dann hier in Decision Height an. Das ist aber der einzige Fall. Deswegen können wir zum Beispiel, wenn die Radio-Altimeter das nicht mehr funktionieren, können wir auch kein Autoland machen. Warum? Weil eben halt das Autoland-System mit unseren Radiohöhenmessern arbeitet. Also in allen Fällen, wenn ihr kein Autoland macht, gebt ihr hier den Wert ein. Und die meisten, was heißt die meisten, aber das, was ich gesehen habe, häufig, die geben immer hier den Wert ein. Das ist falsch. Weil dann ist das Reading, der Callout von der Maschine vom Minimum falsch. Okay? Darum geht's. Es geht eigentlich um den Callout, wann die Maschine jetzt sagt Minimum. Darum geht's. Also hier geben wir das ein. Also, wir haben jetzt auf der Secondary Flight Plan hier das alles eingegeben. Und that's it. Anflug haben wir nicht angegeben, Weihe haben wir auch nicht angegeben, weil das machen wir alles später, wenn es dann drauf ankommt, wobei wir sowieso Räder weg das bekommen und dann sind wir da, brauchen wir nur den Anflug. Gut, dann kommen wir zur RATNAV-Page. Das war jetzt der nächste Punkt. RATNAV-Page, da seht ihr jetzt hier schon Sachen vorgewählt. Das ist Traseding. Das ist jetzt in kleiner Schrift. Für das Navigationsupdate benutzt das Flugzeug auch verschiedene Bodennavigationsgeräte, zum Beispiel DMI DMI oder VOR DMI oder Localizer DMI oder sowas.
Das heißt, die Maschine wählt automatisch die nächstgelegenen VORs vor, damit die neben GPS, neben unserem IRS, das ist ein kompletter Mix. Und das wird dann gemittelt und daraus kommt dann die eigentliche Flugzeugposition die Position des Flugzeugs wird dann errechnet. So, und dafür werden hier automatisch von dem System immer irgendwie diese VORs geändert. Also wenn jetzt hier irgendwie Stuttgart stehen würde, weil wir das vielleicht selektieren gleich wollen, dann sagen wir, ja gut, brauche ich ja nicht, steht da schon. Nee, das kann in 2 Minuten ganz anders sein. Wenn ihr euch nämlich dann entfernt vom Flughafen, kann es durchaus sein, dass die Maschine schon sagt, ich nehme nicht mehr Stuttgart, ich nehme Trasending. So, und dann habt ihr eventuell die Raw Data Navigation auf Trasending aufgebaut, aber das wisst ihr gar nicht, dass das umgeschaltet worden ist und dann fliegt ihr falsch. Also im Falle eines Navigationsausfalls. Also wir gucken uns jetzt einfach mal an, was wäre denn clever für uns für die RadNav-Page. Gut. Also, wir haben hier unser Stuttgart VOR Sierra Tango Golf. Und das liegt auch schön in der Mitte, denn es gibt da ja auch einen VOR-Approach für Stuttgart 2.5, auch hier mit dem Inbound-Kurs. Also es ist immer ganz ratsam, ein VOR am Platz zu haben. Wenn das natürlich dann auch noch einen VOR-Approach geben könnte, vielleicht, falls man das ILS ausfällt, dann wäre das natürlich noch besser von uns. Aber selbst wenn das nicht in der Landebahnverlängerung wäre, hätte ich auf jeden Fall am Platz irgendwo dort ein VOR, wo die Nadel mir hinzeigt, wenn ich mal komplett confused bin, lost bin oder was, weiß nicht mehr, wo ich bin, dann gucke ich auf die Nadel und sage, okay, da ist Stuttgart, da fliege ich erstmal wieder hin, rein theoretisch. Also auf das VOR 1 würde ich grundsätzlich immer, sowohl für den Anflug als auch für den Abflug, immer ein Platz-VOR legen. Und wir haben ja hier auch ein DME, ihr seht das, da ist ein kleines D. Es ist also nicht nur ein VOR, sondern es ist ein VOR-DME, sprich wir kriegen auch die Distanz dann angezeigt. Okay, also das macht schon mal Sinn, dass wir uns damit beschäftigen oder dass wir das wählen. Ne? Merken wir uns mal Sierra Tango Golf für das erste, für VOR 1. So, jetzt haben wir ja noch VOR 2. Was würde da denn Sinn machen? Nun, zunächst einmal ist es jetzt nicht so wichtig, allerdings, weil ja alles funktioniert. Wir haben 2 GPS, wir haben 3 Träger als Navigationssysteme. Also was soll uns da groß passieren? Aber wenn so ein Fall eintreten würde, müssten wir natürlich irgendwo noch Raw Data uns irgendwie mit manueller Navigation über Wasser halten können. Also gucken wir mal für den Abflug, was macht da Sinn. Und wir sehen hier oben, dass wir hier Luburg haben und hier gibt es das Radial 226, was die Auffanglinie ist, die nachher nach Rottweil führt. Also wir fliegen hier geradeaus, treffen auf den 226 Radial und dann biegen wir links ab nach Rottweil. Also wäre doch eventuell es gar nicht so schlecht, Luburg und 226 reinzudrehen, damit wir im Notfall auf jeden Fall noch mal ein paar Minuten auf der sicheren Seite sind und da nicht wie Peak 7 durch die Gegend fliegen und keiner weiß, wo ich eigentlich hin muss. Na, das wäre doch eigentlich ganz clever, oder? Wie seht ihr das? Und deswegen machen wir das jetzt so. Wir geben Sierra Tango Golf, das war Stuttgart VOR, das geben wir hier ein und wir wissen, zeige ich jetzt nicht noch mal, der Anflugkurs, hier wählen wir das aus, welches das ist. Also 5000 Meilen gibt es noch eins, aber das wird es ja wohl nicht sein. Und 813 Meilen ist ja auch weit weg, also 2 Meilen, das wird genau das Ding. Warum ist das 2 Meilen weg? Ja gut, weil wir stehen im Moment an Gate 15 und das VOR steht Ende der Landebahn oder Ende der Startbahn. Wo stand das? Nee, vor der Startbahn, glaube ich. Na, ist egal, vor der Startbahn. Also es ist jetzt 2 Meilen weg. Ne? Und der Anflugkurs war 252, den würde ich grundsätzlich dazu pinnen, insbesondere dann, wenn das VOR in der Verlängerung der Bahn steht, macht es Sinn, das zu tun. Wenn das jetzt irgendwo steht, aber nicht in der Verlängerung, könnt ihr es letztendlich auch weglassen, weil ein VOR-Approach könnte mit so einem Offset-VOR ja gar nicht fliegen. So, und dann haben wir gesagt, auf VOR 2, da machen wir Luburg. Und der Abflugkurs war 226, das Radial. Seht ihr? Naja, gut. Und dann haben wir doch eigentlich schon alles erledigt. Wir geben hier kein ILS ein. Wir sind nicht im Boeing. Ja? Also das heißt, ich brauche keine ILS-Frequenzrasten. So brauche ich alles im Airbus nicht machen. Der weiß ganz genau, wenn ich eine
Departure bzw. die Runway dazu selektiere, nimmt die MCDU automatisch die Runway-Frequenz mit der ILS-Frequenz und dem Identify automatisch aus der Database raus und dann steht hier auch automatisch die Frequenz. Also hier müssen wir uns nichts kümmern. Ihr seht, das ist schon die Frequenz in Mongo 252. Das wird nachher beim Approach Briefing und bei Approach Setup wird das überprüft, wird auch nochmal in der im 10.000er Call nochmal überprüft, aber das kommt nachher alles später. Also das heißt, hier wissen wir, das passt eigentlich ganz gut. Ne? Und damit ist unsere RATNAV-Page fertig. Mehr brauchen wir da dann nicht zu machen. Also, Dataseite haben wir überprüft, ist in Ordnung mit dem R-Cycle, mit der Database. Dann haben wir Init, erste Seite, Flightplan haben wir geguckt, Secondary im Falle in Case of, des Returns und dann RATNAV-Page. Das war jetzt die Folie, die wir uns angeguckt haben, die Folie 1. Und jetzt kommen wir zur Folie 2. Das ist also jetzt die Init-B-Page. Und dann gucken wir mal, was wir da so alles haben. Also erstmal haben wir hier Taxi. Das ist immer standardmäßig 0,2. Das können wir auch so lassen. Wenn wir jetzt sehr langes Taxi haben, könnten wir das natürlich anpassen. Ich versuche das auch gleich, damit wir das alles gleich checken. Sagen wir mal, wir haben 500 Kilo. Geht auch, alles klar. Wir lassen es jetzt mal so. Wir haben ja, ach guck mal, jetzt kann ich es nicht mehr löschen. Egal, dann machen wir auf 0,2 wieder. So. Können nochmal eben ganz kurz in unserem Flugplan gucken, was uns da das Taxi sagt. Da sind wir bei 150, aufgerundet 200. Das ist also völlig in Ordnung, wenn wir das so haben. Gut. Okay, was haben wir noch? Dann haben wir hier das Trip Fuel und Trip Time. Das wird ja die FMC uns dann automatisch berechnen. Dann haben wir hier dieses Route Reserve in Prozent. Ja, warum Airbus das so benutzt oder so bezeichnet, Route Reserve, das ist nichts anderes als unser Contingency Fuel. Das kennt ihr schon aus dem Flight Preparation Unterricht, werde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Wir rechnen mit 5% und ihr seht hier auch, es ist auch standardmäßig 5%, weil so wie ich euch erklärt habe, ist es nun mal Standard 5%. Auch wenn man 3% hier mal fliegt in Europa und so, ist nicht so wichtig. Wir nehmen 5%. Dann haben wir unseren Alternate Fuel und unsere Time. Und dann haben wir hier Final Time, also Final und Time, das ist unsere Final Reserve. Da erinnern wir uns noch dran, ne? 1500 Fuß Holding über Alternate. Ja, dann haben wir hier unser Zero Fuel Weight und unser CG. Und dann hört es auch leider auf, kommen wir gleich zu. Kennen wir schon von Tollys. Na gut. Fangen wir also erstmal an. Mal sehen, wir wollen mal ausrechnen, was er uns bei 5% gibt. Das kann er uns natürlich noch nicht geben, weil er natürlich noch keine Werte hat. Also kann er uns auch noch kein Trip Fuel und Trip Time geben. Und darauf berechnen sich ja die 5%, nämlich immer, also die Contingency, die 5% berechnen sich vom Trip Fuel. Da wir noch kein Trip Fuel haben, weiß er natürlich auch nicht, was 5% ist. Deswegen warten wir mal ab, was er da berechnet. Aber was wir auf jeden Fall eingeben müssten, das wäre ja unser Alternate Fuel. Und unser Alternate Fuel ist hier, könnt ihr das überhaupt zu sehen oder ist das zu klein? Müsste eigentlich gehen. Ne? Alternate Fuel haben wir 1,3 Tonnen mit 32 Minuten. 1,3 Tonnen mit 32 Minuten. Gut, 1,3. So, und leider stellen wir hier genau den gleichen Kram fest wie beim Tollys. Wir können den Alternate nicht eingeben. Ich brauche mich nicht schon wieder darüber echauffieren. Es ist nun mal so, ich kann es nicht ändern. Ich halte das für einen sehr starken Schwachpunkt. Ob es vielleicht am X-Plane liegt, denn jetzt sind es ja schon zwei Flugzeuge, wo wir das nicht implementieren können, müsste man mal an X-Plane schreiben, ob das vielleicht gar nicht anders geht. Nur es leuchtet mir das nicht ein, weil die FMC, so wie ich das im Moment sehe, ja eine eigene Berechnung durchführt. Also verstehe ich nicht. Aber gut, geht eben halt nicht. Das ist aber natürlich schon nicht gut. Dann haben wir unsere Final Reserve.
gucken wir wieder rein. Final Reserve. Ich gehe mal ganz kurz nochmal, damit ich nicht immer umswitchen muss, gehe ich mal eben kurz auf mein iPad. Wartet mal eben ganz kurz. Könnt ihr euch das schon mal angucken? So, okay. Also Final Reserve, 1,1 Tonnen aufgerundet, sind 30 Minuten. So, jetzt geben wir nun mal erst 1,1 Tonnen ein. Das macht er. Und es sind dann auch voraussichtlich 30 Minuten. So, zu dem Final Reserve. Laut Gesetz ist es so, dass wir die Final Reserve, wenn wir dann am Alternate gelandet sind, nicht unterschreiten dürfen. Also wenn wir laut Flugplan 1,1 haben, weil das entspricht ja 30 Minuten, also die 30 Minuten haben Vorrang vor den 1,2 Tonnen. 30 Minuten, darum geht's. Das ist die Definition. Also rein theoretisch können wir jetzt sagen, naja, unser Flugplan, der ist sehr akkurat, das stimmt alles. Ich kann 1,1 Tonnen eingeben und hätte damit alle Voraussetzungen erfüllt, den Flug antreten zu dürfen. Die Final Reserve. Wenn wir also zum Alternate fliegen und wir können nicht landen, müssen wir ja erstmal in eine Warteschleife. Dafür haben wir diese Final Reserve, denn da bleiben wir vielleicht 30 Minuten in der Warteschleife. Wenn wir aber jetzt dann gelandet sind in Ibiza auf unserem Alternate und wir landen vielleicht mit 0,9 Tonnen oder mit einer Tonne, dann haben wir ja die Final Reserve unterschritten. Und das ist eigentlich ein Mayday Call. Wenn ich eigentlich, es ist ein Mayday Call. Also wenn ich sehe, dass ich die Final Reserve ankratze oder sag mal auf der gleichen Zahl bin, zum Beispiel bei 1,1 Tonnen, dann ist das schon höhere Priorität. Das ist eigentlich schon ein Emergency Fuel Call. Minimum Fuel heißt es denn. Minimum Fuel. Und dann wird der Controller alles dran setzen, euch auf den direkten Weg nach Ibiza zu schicken. Wenn wir uns dann aber noch weiter davon entfernen, wir haben also noch weniger auf der Uhr, 1,0, 0,9, dann reicht es nicht mehr, Minimum Fuel zu schreien, sondern dann ist es ein Mayday Call. Okay? Nur mal so zur gesetzlichen Grundlage. Und wenn ich natürlich ein Mayday Call ausrufe, dann ist das nie gut. Also wäre es doch vielleicht besser zu sagen, ja, ich habe zwar 1,1 Tonnen laut meinem Flugplan und ja, es wäre legal, es dort einzugeben, aber wäre es nicht viel besser, vielleicht mit 1,2 oder 1,3 Tonnen zu rechnen, damit wir immer noch die 200 Kilo oder 100 Kilo, das wären ja dann ungefähr 4 Minuten, 5 Minuten Margin haben. Darauf will ich hinaus. Es gibt Airlines, die erhöhen es von sich aus, Company Policy, und sagen, nee, also das machen wir nicht mit den 30 Minuten und so knapp, wir erhöhen das auf 1,4 Tonnen. Es gibt sogar welche, die erhöhen das auf 2,1 Tonnen. Also, worauf ich hinaus will, ist, das ist so ein bisschen Company Policy. Aus juristischer Sicht ist, wäre das in Ordnung, wenn wir 1,2 angeben. Wir lassen das mal bei 1,1, weil ich euch gleich am Ende dieser Seite dann nochmal, gehe ich darauf ein und wir gucken nochmal, ob wir das nicht ein bisschen anders hinkriegen. Wir lassen jetzt das mal ganz stur nach Flugplan. Dann haben wir ein Estimated und damit Actual Zero Fuel Weight von 54,3 Tonnen. Aber was wir nicht haben, ist unser CG. Und weil wir den noch nicht haben, geben wir erstmal 30 ein. 30 ist ein guter Wert. Den könnt ihr, wenn ihr mal keine Lust habt, da in das extra Programm reinzugehen und das ausrechnen zu lassen. Wenn ihr dort 30 eingibt, seid ihr immer auf der sicheren Seite. Aber wir gucken einfach mal,
was uns dann das Beladungsdiagramm sagt. So, wir gucken mal hier, ob das alles so stimmt. Wir haben Fuel 7,4 Tonnen, das stimmt. Wir haben die Paxe mit 100 hier, das stimmt auch. Und dann gehen wir mal aufs Loadsheet. Das habe ich für euch jetzt schon mal vorbereitet. Wir hatten einen Zero Fuel Weight von 54,213. Das seht ihr hier im rechten Bereich. Und dementsprechend ist das dann hier aufgeteilt in Cargo 1 und Cargo 4. Okay, das stimmt soweit. Der gibt uns jetzt einmal das Zero Fuel Weight CG von 29,9 raus. Ihr seht, ich lag damit gar nicht so verkehrt. Mit 30 seid ihr immer auf der sicheren Seite. Aber wir können das natürlich gerne auf die 29,9 machen, damit wir es auch korrekt haben. So, und damit haben wir das richtig eingestellt. Unser Blockfuel war 7,4 Tonnen. Wir haben 7300, was war das, 67 oder so jetzt getankt. Grundsätzlich ist es so, ob das natürlich hier simuliert ist, war ich zu bezweifeln. Und zwar hängt das, wie tanke ich denn? Also ich will euch mal ein Beispiel nennen. Wir wollen jetzt genau 10 Tonnen haben. Ne? Ist jetzt in unserem Beispiel nicht jetzt real, sondern ich will euch einfach mal jetzt das erklären. Ich möchte 10 Tonnen haben. So, jetzt ist die Frage, was stelle ich denn unten am Fuel Panel ein? Das macht normalerweise derjenige, der den Outside Check macht. Der geht runter, öffnet die Fuel-Klappe und stellt vor, also selektiert dann diese 10 Tonnen oder auch was immer vor. Nun müsst ihr wissen, die neuen Systeme, die neuen Fuel Trucks, meistens ist es ja auch eine unterirdische Pipeline, solche Sachen, die haben doch immensen Druck, wenn sie dann den Fuel in die Tragflächen reinsprühen. Und dann sieht es so aus, dass in der Regel, nicht immer, aber häufig es so ist, dass die Fuel Valves beim Airbus früher schließen. Weil Airbus möchte verhindern, dass zu viel Fuel drin ist. Denkt zum Beispiel daran, wenn ihr eine kurze Bahn habt, ihr habt Max Takeoff Weight und so weiter und dann würden da 200, 300 Kilo mehr reingehen. Das will Airbus natürlich nicht, ist ja zu Recht. Also wird es so sein, dass das Fuel Valve dementsprechend schließt. Aber leider ist es so, wenn der Druck von dem Fuel Truck sehr groß ist, dann schließt Airbus die Fuel Valves etwas früher. Das heißt, wenn ich unten am Fuel Panel 10 Tonnen eingebe, dann kriege ich vielleicht 9.960, 9.940, vielleicht auch mal 10. Aber in der Regel kriege ich etwas weniger. Und wenn ich jetzt kein Extra laut Flugplan mit habe, überhaupt kein Extra, und ich kriege 50 Kilo weniger, dann bin ich illegal unterwegs. Das interessiert die meisten Leute nicht, weil 50 Kilo und 50 Kilo ist schon richtig. Aber wenn man das sehr genau betrachtet, wäre es illegal. Und deswegen mache ich es immer so, ich lasse immer den First Officer 100 Kilo mehr rauftun. Dann kriege ich vielleicht 10.050, vielleicht auch mal 10.060. Oder ich kriege vielleicht auch nur 10.030. Aber ich kriege auf jeden Fall mehr als meine 10 Tonnen, denn das ist das, was ich hier haben will. Okay? Also, wenn ihr einen Flugplan habt, wie bei uns jetzt, von 7.364, wir runden ja grundsätzlich auf. Und wir würden jetzt in diesem Fall 7,4 Tonnen einstellen. Dann werden wir wahrscheinlich jetzt auch mindestens die 7.346 bekommen. Warum? Weil wir ja immer noch 54 Kilo Puffer haben bis zu 7,4. Aber wenn wir jetzt 7.390 bräuchten laut Flugplan und wir geben trotzdem 7,4 ein, dann kriegen wir vielleicht nur 7.360. Das sind 30 Kilo weniger. Darauf will ich hinaus. Also, und da wir nicht immer überlegen müssen, ja, würde das jetzt noch ausreichen oder würde das nicht ausreichen, machen wir das anders. Wir tun immer 100 Kilo auf den Flugplan noch drauf, damit wir gewährleisten können, dass wir nicht unter dem Fuelplan getankt haben. Okay? So. Da wir das nicht verkomplizieren wollen, ist es ja auch ganz schön im Moment mit den 7,346, also 7,4 Tonnen. So, und wir haben ja auch 7,4 Tonnen ein.
Das gucken wir uns aber eigentlich nochmal an, ne? Ne, da wollte ich nicht hin. Ja, wir haben 7280, stimmt das? Moment mal eben. Also Service, gehen wir nochmal in das Fuel Panel. Okay, ich setze das jetzt nochmal. Okay. Ja, jetzt haben wir wieder 7360. Das ist das, was wir schon verbraucht hatten eben. Also würde ich natürlich, damit die FMC-Programmierung vernünftig jetzt auch rechnet, würde ich natürlich am liebsten jetzt 7,3 Tonnen eingeben. Weil sonst bescheißen wir uns ja selbst. Also 7,3 Tonnen. Okay, so. Und jetzt haben wir eigentlich alles eingegeben. Wie gesagt, Zero Fuel CG, könnt ihr 30 eingeben oder ihr lasst euch das ausrechnen. Das ist ja ganz gut gelöst hier. Und dann könnt ihr das auch übernehmen. Müsst natürlich das anpassen, wie in jedem Programm auch. Aber ich denke mal, das hat der Flight Factor eigentlich ganz toll gemacht. So, und jetzt gucken wir mal, was er hier errechnet. Also er rechnet 4,3 Tonnen für den Sprit nach Palma. Wir haben laut Flugplan 4.458, also 4,45 Tonnen. Das ist völlig in Ordnung. Also da, das ist keine große Diskrepanz. Da können wir sagen, hat er richtig gerechnet. Das nächste, deswegen hatten wir das ja nicht eingegeben, wir wollten die 5% ausrechnen lassen. Die sind bei 0,2. Unser Contingency ist laut Flugplan 223, also auch 0,2. Passt auch. Alternate, wie gesagt, hat er gar keine Lust zu, da irgendwas reinzuschreiben. Gut, wissen wir, worum es geht. So, und jetzt will ich nochmal auf das hatte ich euch ja angekündigt, nochmal auf das Final Reserve kommen. Guck mal, wir haben jetzt eine Tonne extra, das sind 34 Minuten. Okay? Wenn wir also jetzt in Palma nicht landen können, weichen nach Ibiza aus und können da nicht gleich landen, wird uns der Controller fragen, how long can you stay in the holding? Ja, yeah, we like to stay about 34 minutes. That's the maximum. Also 34 Minuten. So. Wenn ich jetzt die 34 Minuten wirklich ausreize, dann müsste ich mich ja sofort auf den Weg machen, wegen meines Alternate Fuels. Alles klar, das wäre jetzt, sage ich mal, richtig berechnet. Gehen wir mal von diesem Fall aus. Den haben wir ja, der ist, sag ich mal, richtig berechnet. Das heißt, über Palma würden wir ihm vielleicht sagen, ja, ich kann noch 34 Minuten über Palma bleiben, danach muss ich ausweichen. Okay, gut. Dann habe ich nur noch den Alternate Fuel. Der ist ja weg, denn ich muss ja nach Ibiza kommen. Der ist weg. Was habe ich dann noch? Dann habe ich noch meine Final Reserve von 1,1 Tonnen. Wenn ich mit 1,1 Tonnen lande, bin ich safe. Lande ich mit 1,0 Tonnen, ist das ein Mayday Call. Und darauf will ich hinaus. Muss ich mir das denn jetzt eigentlich so knapp rechnen? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder setze ich die Final Reserve von vornherein auf etwas höheren Wert, sage ich mal 1,2, 1,3 Tonnen. Wäre eine Möglichkeit, damit ich ein bisschen Puffer habe. Die zweite Möglichkeit ist, wir sagen hier, nee, ich kann nicht 34 Minuten bleiben. Ich kann vielleicht nur 28 Minuten bleiben. Dann habe ich 6 Minuten Puffer. Auch das könnt ihr machen. Ich plädiere darauf, dass man mindestens 300 Kilo, bevor ich diese Final Reserve ankratze, 300 Kilo draufschlage. Das ist also das, wie ich es mache. Also ich würde hier, wenn wir 1,1 haben, 1,4 Tonnen angeben. Damit ich ja nicht in die Problematik komme, dass ich irgendwie das aus Grund des Stress vergesse und so weiter und so weiter, so habe ich mir auf jeden Fall nochmal 300 Kilo extra hier eingebaut, sodass ich vielleicht den Mayday Call dann umgehen kann. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich baue mir eine Margin ein. Ich weiß, dass das 1,1 wäre, voll gesetzeskonform, das ist schon wahr. Aber in diesem Fall ist es dann eben halt die Frage, muss ich das alles so spitz auf Knopf berechnen oder wäre es nicht besser, mir selbst als Pilot eine Margin dort zu geben? Denn ich werde das sowieso nicht ausreizen. Also ich werde auch hier nicht 24 Minuten bleiben. Also wenn das bis dahin nicht geklappt hat mit dem Wetter, wird es 5 Minuten später wahrscheinlich auch nicht klappen. Da riskiere ich nicht irgendwie eine Problematik und einen Mayday Call und Passagiere mit 160, 70 Leuten drin. Das geht gar nicht. Also ich persönlich würde euch vorschlagen,
tut auf das Final Reserve Fuel, was im Flugplan angegeben ist, was sowieso natürlich aufgerundet wird, ne? Wir haben 1100, no, 1037. Also das wäre sowieso für 1,1 Tonnen für uns. Und ich würde immer dort aus Sicherheitsgründen 300 Kilo mindestens draufschlagen. Einigen wir uns mal auf 300 Kilo. Wie gesagt, das ist kein Procedure, jedenfalls nicht hier von Airbus. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber es gibt viele Companies, die genau diesen Weg gehen, um da eine gewisse Entlastung zu bringen. Na? Also das ist das, womit ich jetzt immer arbeiten werde. Ich werde grundsätzlich 300 Kilo, egal welchen Flug wir machen, immer auf die Final Reserve raufschlagen. Und jetzt wisst ihr, warum ich das mache. Damit hätten wir dann noch 700 Kilo, 24 Minuten Extra-Time, die wir über Palma im Holding warten können, würde ich auch nicht ausfragen. Ich würde dann schon wahrscheinlich nach 18 Minuten verschwinden. Denn es kann ja durchaus sein, das Wetter ist so schlecht überall. Ich habe das selbst häufiger erlebt. Dann muss ich diverten, dann ist das Wetter da ja sowieso schlecht. Ja, aber drumherum ist es wahrscheinlich auch schlecht. Kann ich denn direkt von Ibiza, von Palma nach Ibiza fliegen? Vielleicht nicht. Vielleicht muss ich erstmal 50 oder 100 Meilen erstmal dem Gewitter ausweichen. Dann komme ich natürlich hier in Teufelsküche, wenn ich hier 1,1 stehen habe. Und ich komme auch in Teufelsküche, wenn ich hier die 24 Minuten warte. Also ich werde mir niemals ein Eigentor schießen, indem ich nur, weil ich denn da partout landen will, alles ausreize. Also ich mache es definitiv nicht. Und ich hoffe, ihr macht es dann auch nicht. Also das ist jetzt so mein Tipp aus der Praxis. Ich glaube, es ist jetzt klar geworden, worauf ich hinaus will. Ich packe immer 300 Kilo drauf. Okay? Gut. Ja, damit haben wir uns eigentlich mit dieser Seite beschäftigt. Alles andere stimmt. Was hier nicht stimmt, das kennen wir schon vom Tollys, bedauerlicherweise der Tripwind. Das ist, wie gesagt, eine Katastrophe. Wir können das dort nicht eingeben. Und damit ist die Berechnungsgrundlage von der FMC zum Flugplan natürlich eine unterschiedliche. Und das halte ich für eine sehr große Problematik. Vielleicht müssen wir da doch mal die Leute anschreiben. Oder auf jeden Fall möchte ich eine Begründung haben, warum es da nicht ist. Wenn es nicht geht, geht es nicht aus technischen Gründen. Gut, will ich alles, muss man sich damit abfinden. Aber ich möchte die Begründung haben, warum dieser Tripwind da nicht drin ist. Okay. Ja, dann sind wir damit fertig. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist jetzt die Performance Page. Da hatte ich schon Werte eingegeben. Stellt euch mal vor, das ist da so. Sorry, das hatte ich im vorherigen Video gemacht. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Das hatte ich schon eingegeben. Wir tun so, als ob ihr das jetzt nicht gesehen habt. So würde es ja eigentlich sein, ne? So geht ihr auf die Seite. Wie gesagt, ich habe das Video mal wieder ein paar Mal aufgenommen und jetzt habe ich vergessen, das zu löschen. Okay, so sieht die Seite aus. So, was uns jetzt der Flight Factor nicht zur Verfügung stellt, ist die Berechnung der V1 bis V2 und VR und so weiter und Flex. Guck, das muss auch noch gelöscht werden, die Flex Temperature hier. So, jetzt sind wir richtig. Das wird uns leider hier nicht zur Verfügung gestellt. Dafür gibt es ja diverse Add-ons. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also bin ich auch der falsche Ansprechpartner, was man da benutzt, so kenne ich alles gar nicht. Ich gebe euch aber mal Werte, die ihr grundsätzlich verwenden könnt, wenn ihr mal keine Lust habt, irgendwelche Berechnungen durchführen zu lassen. Denn ich gucke gerne nochmal nach. Hier, ich sehe hier keine V1, VR oder irgendwie sowas. Browser, Failure, Settings. Nein, sehe ich nicht. Gut, ist ja aber auch nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Ich gebe euch jetzt mal Standardwerte durch, die ihr immer wählen könnt. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Nehmt immer 150 und die nehmen wir jetzt einfach mal. Hundertfünfzig, 152. Das ist ein guter Wert. Ihr habt gesehen, bei Tollys kam das ja auch hin, als wir die gleiche Berechnung durchgeführt haben. Deswegen, also 150 ist immer ganz ganz gut. Und wir haben ja Flaps 2, wollen wir ja trainieren, dann, weil das schwerer ist als Flaps 1. Und wir haben hier ist das, ne, für Flaps und für den Horizontal Stabilizer. Das allerdings, das gibt uns jetzt die Software und wir haben hier die Trimmung ist down 0,1. Ich muss leider mal wieder ein bisschen hochscrollen. Und zwar 0,1. 1 down. Wie gesagt, hier gehen auch beide Möglichkeiten. Ihr seht es, das war beim Tollys nicht der Fall. Hier kann ich das so oder so eingeben.
Und das gefällt mir auch so, weil ich es in Wirklichkeit auch so eingebe. So, da haben wir das auch. Die Flex Temperature gebe ich euch auch mal einen Wert, auch 50. Kann man sich gut merken, alles mit 50. Ne? 50, 50, 52, 50. Wenn ihr euch das merkt, seid ihr auf der sicheren Seite. Was sehen wir denn hier noch? Wir sehen einmal jetzt die F-Speed, die wird uns beim Takeoff dann wieder begegnen. Das ist die 148. Und wir sehen die S-Speed, das ist die 191, wo wir dann von Flaps 1 auf Flaps 0 schalten. Und dann haben wir hier noch mit 212 die sogenannte Clean Speed. Und das ist die sogenannte Green Dot Speed. Bei Airbus nennen wir sie bitte Green Dot Speed. Das ist die Speed ohne Klappen und ohne Fahrwerk, die mindeste Geschwindigkeit, die wir dann haben müssen. Das sind 212. Jetzt haben wir die Transition Altitude, die standardmäßig vorgegeben an der Database. Ich weiß nicht, ob das auf alle Flughafen weltweit zutrifft, weiß ich, habe ich nicht ausprobiert. Normalerweise ist die Transition Altitude in der Database integriert in dem Cycle, sodass sie automatisch richtig angegeben wird. Hier ist sie ja auch richtig, aber ob das überall jetzt zutrifft, kann ich euch nicht sagen. Müsst ihr ausprobieren, seht ihr ja dann auch auf der Departure Chart, auf der SIT, wie die Transition Altitude ist. Nicht zu verwechseln mit dem Transition Level, das ist was anderes. Das ist, wenn man von oben nach unten kommt. Und Transition Altitude ist, wenn man von unten nach oben kommt. Aber das wird uns nachher im PPL-Bereich interessieren. So, und dann haben wir die Thrust Reduction, respektive die Acceleration Altitude. Was ist das denn? Also, und die sind alle gleich, die Zahlen. Aber sie stimmen. Und zwar, die Thrust Reduction Altitude, das ist die Höhe, wo ihr von dem Takeoff-Thrust zurückgeht in den Climb-Thrust. Also wo ihr, wir haben ja hier eine Flex-Temperature von 50, erkläre ich gleich nochmal, wo wir zurückgehen von der Flex-Rasterung von den Gashebeln auf Climb-Thrust. So, das soll ich vielleicht doch nochmal erklären. Ich habe es im Tollys-Video schon mal erklärt, aber ich werde es hier auch nochmal erklären. Die Flex-Temperature, was ist denn das? Nun, die Flex Temperature ist, das Triebwerk gibt uns im Normalfall grundsätzlich vollen Schub. Aber das wollen wir ja gar nicht, weil wir haben ja heute nur 100 Paxe. Was soll ich denn bei den 100 Figuren da vollen Schub geben? Das ist doch albern. Aber würde ich ja über das Ziel hinausschießen und würde damit das Engine Life natürlich dramatisch verkürzen. Und wenn das vor allen Dingen bei jedem Takeoff der Fall ist. Also sagt man Triebwerk, ich habe heute nur 100 Paxe. Was gibst du mir denn da heute für? Ich möchte nicht so viel Thrust haben. So, nun kann ich ihm aber nicht sagen, gib mir so und so viel Prozent oder so und so viel in 1 oder das geht nicht. Ich muss das über eine Temperatur regeln. Und ihr wisst, das Triebwerk kann nicht so viel Leistung bringen, wenn die Luft dünner ist, also sprich, wenn sie entweder heißer ist, wärmer draußen ist, habe ich weniger Schubleistung oder wenn sie auch vom Q&H-Wert geringer ist, also ein niederer Druck herrscht, auch dann habe ich weniger Leistung. So. Und das mache ich hier mit der sogenannten Flex Temperature, bei Boeing eher Assume Temperature genannt, aber letztendlich ist alles das Gleiche. Also sagen wir dem Triebwerk, nee, wir haben nicht 26 Grad Außentemperatur wie heute in Palma, sondern wir haben 50 Grad oder 60 oder wie auch immer. Und wenn wir dann diese Temperatur angeben, sagt uns das Triebwerk, okay, bei 60 oder in diesem Fall 50 Grad Außentemperatur kann ich dir nur noch diesen Thrust geben. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Also wir regulieren den Takeoff-Thrust mit einer Verfälschung der Außentemperatur und dadurch kriegen wir dann das, was wir wollen, nämlich weniger Thrust. Das ist ein Programm, was das ausrechnet. Das sind also ganz wilde Berechnungen wahrscheinlich und das kann ich nicht im Kopf machen. Aber aus der Erfahrung kann ich euch sagen, wenn ihr 50 da eingibt, seid ihr auf der sicheren Seite. Also würden wir dann beim Takeoff, wird uns alles beim Takeoff beschäftigen, aber trotzdem, würden wir ja den Gashebel also dann auf Flex machen und nicht auf Toga machen. Ne? Dafür machen wir das, also auf Flex. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Thrust Reduction Altitude. Wenn wir also jetzt in die Thrust Reduction Altitude erreicht haben, gehen wir von der Einstellung des Thrust Levers von Takeoff Thrust, also sprich Flex, zurück auf Climb Detent, auf den Climb Thrust. Und dieses Thrust Reduction Altitude ist in der Regel grundsätzlich 1500 Fuß Standard. Es gibt die Möglichkeit, bis 800 Fuß oder 400 Fuß, weiß ich nicht genau, müsste ich immer nachgucken, kann man dieses Thrust Reduction Altitude runtersetzen. Ich meine es für 800. Es gibt Airlines, die haben das runtergesetzt, sind nicht viele, aber es gibt einige, die haben die Thrust Reduction Altitude runtergesetzt.
auf 800 Fuß. Wir bleiben aber bei dem Standard, weil es die meisten Airlines so machen. Wir bleiben bei 1500 Fuß über Airport Elevation, also AGL, Above Ground Level. Okay. Und wenn wir uns jetzt mal Stuttgart angucken, das machen wir auch jetzt gleich mal. So, da gehen wir gleich mal auf die Chart. Jetzt dauert es wahrscheinlich wieder, wenn wir das laden. Ja, wahrscheinlich dauert es. So, jetzt kommt gleich Stuttgart. Ich will euch jetzt die Elevation zahlen, die waren irgendwas mit 1200 sowieso. Da haben wir das. 1181 ist unser Airport bzw. Runway Elevation. Ja? Oder hier in diesem Fall Airport Elevation 1276. So, und wenn ich jetzt auf die Airport Elevation 1500 Fuß raufrechne, dann komme ich letztendlich auf meine 2800 Fuß. Stimmt's? Ja, ne? Gut. Gut. Damit hängt das zusammen. Also, wir gucken uns den Airport Elevation an, rechnen 1500 Fuß drauf. Das wird hier standardmäßig voraussichtlich bei jedem Flughafen so gemacht, dann wäre es jedenfalls richtig. Und dann steht hier bei Thrust Reduction Altitude diese Höhe. Auch da runden wir natürlich auf. Und dann kommen wir zur Acceleration Altitude. Die Acceleration Altitude ist die Altitude, wo die Flugzeugschnauze nach unten geht und wir nehmen Fahrt auf. Wir wollen ja sehen, dass wir irgendwie mal die Landeklappen und die Leading Edges einfahren, die Slats einfahren. Also würde dann das Flugzeug die Schnauze runternehmen. Ihr werdet schneller und fahrt dann according schedule dann die Klappen ein. Okay? Und wo fängt diese Acceleration Altitude an? Auch 1500 Fuß über Airport Elevation. Deswegen ist der Wert hier gleich. Und wir werden es auch so im Takeoff, im normalen Takeoff so durchführen. Es gibt allerdings eine Ausnahme, die wird uns beim Takeoff beschäftigen. Und zwar ist es das sogenannte Noise Abatement Procedure. Es gibt also Airports in Deutschland, in Europa, sind jetzt nicht so viele, aber es gibt es eben halt, die eben darauf Wert legen, dass es etwas ruhiger um den Airport herum gibt, weil es sicherlich auch Anwohner gibt, die sich da belästigt fühlen. Ne? Und wenn jetzt im Nachhinein der Airport dahin gebaut ist, habe ich für die Leute Verständnis. Wenn sie aber wissen, dass da ein Airport ist und dahin ziehen, habe ich dafür kein Verständnis. Aber gut, das nochmal nebenbei. Da hatten wir ja schon, als der Flughafen, die Erweiterung ist in Frankfurt und so weiter, gab es ja, meine Güte, was gab es da alles für Gesetzesprozesse. Naja, egal. Und um das zu erreichen, gibt es das Noise Abatement Procedure Nummer 1. Und zwar ist es da die Möglichkeit, da setze ich dann die Acceleration Altitude eben halt nicht 1500 Fuß AGL, sondern auf 3000 Fuß AGL. Das gucken wir uns beim Takeoff dann irgendwann mal an, wenn wir diese verschiedenen Besonderheiten machen, was dann die Maschine macht und so weiter. Und das ist alles nicht so schwierig. Aber wir bleiben bei den 1500 Fuß, Thrust Reduction und Acceleration Altitude. Okay? Ist das Gleiche. Dann haben wir noch eine Engine Out Acceleration Altitude. Das ist das Gleiche. Da gibt es ein Procedure, wenn euch eine Engine abraucht, dann gibt es ein Procedure, weil wir müssen ja sehen, dass wir irgendwie schnell die Klappen einfahren, denn wir haben ja nur noch 50% Schubleistung. Ja? Und dann müssen wir in 1500 Fuß sehen, dass die Schnauze vom Flugzeug runtergeht, so wie bei der Acceleration Altitude bei zwei Engine auch. Und dann sammeln wir die Klappen ein. So, und das machen wir auch bei 1500 Fuß. Okay, also könnt ihr euch merken, zum besseren Verständnis, alle drei Werte sind 1500 Fuß über Airport Elevation. Okay? Es gibt Companies, die haben dann die Engine Out Acceleration Altitude etwas an, die berechnen jede einzelne Landebahn und so weiter, das machen wir natürlich auch, aber die sagen dann, du musst es ein bisschen höher machen, da musst du dann, also, oder dann gibt es auch spezielle
Routen, wenn eine Engine verreckt, dass man dann eine andere Departure-Route fährt, das sogenannte Engine-Out-Departure. Das gibt's alles. Ne? Aber wir werden uns jetzt erstmal nur auf die 1500, weil das ist eigentlich der Standardwert für alle und genau die werden uns auch, damit werden wir uns beschäftigen. Ja, dann haben wir hier noch Takeoff-Shift. Das interessiert uns relativ wenig. Das geht darum, um dem IS-System zu sagen oder beziehungsweise der Flugzeugposition zu sagen, pass mal auf, wir haben jetzt gar nicht die ganze Runway zur Verfügung, sondern wir müssen leider einen Intersection-Takeoff machen. Sprich, wir starten vielleicht, keine Ahnung, 400 Meter vorher und dann geben wir da 400 Meter ein, damit das Position-Update dann dementsprechend vernünftig funktioniert. Aber das brauchen wir nur dann machen, wenn wir GPS nicht primary haben. Also wenn GPS die Hauptsource ist von unserer Navigation, dann brauchen wir es nicht. Sonst ja. Ne? Sonst ja. Gut, okay, dann haben wir die Seite erledigt. So, und jetzt gehen wir nochmal zur nächsten Seite. Die hatte ich mit einer roten Zahl versehen. Die 8, glaube ich, war das. Was kann man hier noch machen? Nun, also erstmal geben wir hier ein EDDS Runway 25. Also das möchte ich immer, dass ihr das bitte dort eingebt. Warum? Ihr habt einmal dadurch euer Radial und ihr habt automatisch auch die Distance nochmal. Also warum soll ich das nicht zur Verfügung haben? Übrigens diese, wenn ich das so eingebe, EDDS 25, dann ist das immer der Threshold der Runway 25, also die Landebahnschwelle. Das ist auch ganz gut, das zu wissen. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwo ein Punkt am Flughafen, sagen wir mal den Airport Reference Point, der irgendwo am Flughafen sitzt und da ist dann die Distanz. Nein, das ist es nicht, sondern es ist immer das Threshold. So, aber was sehen wir denn doch noch hier? Guck mal, ihr seht GPS Primary, ganz wichtig. Haben wir GPS Primary? Ist unsere Accuracy high? Und zwar, ihr seht hier Required und Estimated. Wenn ihr im AVSM-Luftraum unterwegs seid, das besprechen wir dann im ATPL nochmal, also in eurer Flughöhe, in der ihr normalerweise fliegt, ich müsste selbst nachgucken, wie hoch die jetzt geht, ich glaube, das ist Flight Level 410, glaube ich, und von Flight Level 92 bis 410 oder so. Nagelt mich da nicht fest, müsste ich nochmal gucken. So, man muss nur wissen, wo es steht. Dann ist es so, dann fliegt ihr RENAV. Ihr fliegt keine herkömmliche Navigation, sondern ihr fliegt nach Wegpunkten. Und da gibt es ja auch Luftstraßen und so weiter und so weiter. Und da gibt es dann einen Genauigkeitswert, den ihr erfüllen müsst, sprich das Flugzeug erfüllen müsst nach navigationsmäßig. Ja? Sonst dürft ihr da nicht fliegen. Und das wechselt. Das wären zum Beispiel, häufig sind es 3 Meilen, 5 Meilen, es gibt über den Ozean häufig 10 Meilen. Dann gibt es zum Beispiel bei einem Anflug, sind es meistens in der ganzen Kontrollzone, sind es dann 1 Meile, deswegen steht hier schon 1 Meile, weil wir uns ja in der Kontrollzone von Stuttgart befinden. Dann gibt es zum Beispiel bei einem ANAV-Approach sind es dann plötzlich 0,3 Meilen und das geht runter bis auf 0,1 Meile. Also solche verschiedenen Requirements gibt es, die unser Flugzeug, je nachdem, was wir jetzt gerade machen, erfüllen muss. Und hier ist dann die sogenannte Estimated, ob wir sie haben oder nicht. Das brauchen wir, das kann man auch verändern, weil es blau ist, könnte man das verändern. Und Estimated ist das, was wir haben. Und wenn dieses Estimated geringer oder gleich ist, wie dieses Required, ist unsere Accuracy high. Wenn die aber, die Estimated, nicht gleich ist, die ist jetzt, sage ich mal, höher, dann steht hier Accuracy Low. Und da müssen wir uns was überlegen. Das ist hiermit, das ist darunter zu verstehen. Das wird euch im SIM wahrscheinlich nicht begegnen, aber nur, dass ihr das mal gehört habt. Aber dass wir dann überprüfen, ob GPS Primary ist, guckt hier, pass auf, wir gucken uns das gerne mal an, hier, der falsche Knopf, hier. Dann müssen wir längst zurückgehen hier auf den ARC. So. Ach so, okay, das wird jetzt nicht mehr angezeigt. Okay, spielt keine Rolle, ist nicht so wichtig. So, also ihr seht, Primary, GPS Primary müssen wir überprüfen. Und wenn das in Ordnung ist, wir können auch GPS nicht Primary haben. Hauptsache ist, unsere Accuracy ist high. Ne?
Dafür haben wir ja noch das DME, DME und VOA DME und Localizer DME und die ganzen IRS und was wir nicht alles haben. Und wenn das alles vernünftig funktioniert, dann haben wir trotzdem Accuracy Side. Wir brauchen die GPS nicht. Aber wir haben nur mal zwei davon und warum nicht? Ne? Die sind natürlich viel besser, ne? Klar. Also das deswegen nochmal zu dieser Progress-Seite, damit ihr das hier eingebt und gleichzeitig hier auch nochmal überprüft, ob euer Accuracy High ist und GPS Primary ist. Darum ging es mir, dass wir das vielleicht noch machen. Dann gucken wir uns hier nochmal was an. Das wird uns nachher natürlich auch nochmal, aber wenn wir schon dabei sind. Guck mal, ihr habt Flight Level 330, das seid ihr gefeilt. Okay, habt ihr reingegeben. Hier, auf der Init-Seite Flight Level 330 habt ihr eingegeben. So. Jetzt rechnet er uns automatisch den Optimum-Level aus. Und dann rechnet er uns noch den Maximum-Level aus. Der Optimum-Level, das ist ein Profile, der geht meistens normalerweise, fliegt er dann in einer Höhe, bis ihr dann 4000 Fuß, na gut, das will ich jetzt gar nicht erstellen, das ist zu kompliziert. Das führt jetzt, wir sind gerade mal bei der FMC-Programmierung, sorry Guys, aber das würde jetzt zu weit führen. Machen wir später mal. Also, das ist der Optimum Flight Level. 390 ist natürlich schon echt hoch. Also, wenn ihr dann Turbulenzen habt, habt ihr natürlich dann auch das Band zwischen Ober- und Underspeed ist natürlich sehr gering. Ne? Also 390 würde ich nicht gehen. Aber gut, das gucken wir uns nachher alles beim Takeoff an. Oder beim Kurs, aber in so einem eigentlichen Flug. Ne? Okay, Leute. So, das, also ich gehe noch mal ganz kurz durch. Init B, zweite Seite. Damit fangen wir an bei der, ich sage jetzt mal, Performance-Area. Dann gehen wir hier rüber über die Performance-Seite mit den Werten, die wir jetzt hier uns mal gemerkt haben, falls wir mal keine Lust haben, da irgendwas groß einzugeben oder zu berechnen. Und dann gehen wir auf die Progress-Page und gucken auf GPS Primary Accuracy High und die die Threshold-Runway mit der 2.5. That's it, Leute. Guck mal, sind wir schon durch. Ja? So, und jetzt müssen wir allerdings noch leider, wir sind nicht fertig, zwei Dinge machen. Also, das eine ist folgendes. Wir müssen uns jetzt hier nochmal um die FCU kümmern. So, und ein gutes Airmanship ist eigentlich, wenn wir hier eingegeben haben, entweder wenn ihr hier seid, auf der Init-B-Seite, weil ihr hier die, Moment, das stimmt nicht, auf der Performance-Seite, wenn ihr hier die Transition-Altitude seht, dann werdet ihr vielleicht erinnert, wie eure Initial-Altitude ist. Wäre eine Möglichkeit. Besser wäre es noch auf der Flightplan-Page. Wenn ihr hier euch um den Abflug in Stuttgart kümmert, dann wisst ihr ja auch automatisch, weil die Karten habt ihr ja nun auf dem Schreibtisch und dann guckt ihr danach und dann steht da in Stuttgart eben halt Initial Altitude, Initial Climb Altitude 5000 Feet. So. Und wenn ihr das gelesen habt, dann geht ihr doch bitte sofort hierher und dreht hier diese 5000 Fuß ein. Das würde ich an eurer Stelle machen. Dann vergesst ihr es nicht und das wäre auch eigentlich ein guter Weg gewesen. Das habe ich jetzt im Eifer des Gefechts vergessen. Aber das solltet ihr eigentlich schon machen. Ne? Genauso, wenn ihr auf der RATNAV-Page seid und das haben wir ja vorhin schon eingegeben mit Stuttgart. Das war hier drin, STG. Das habe ich jetzt, wie gesagt, beim zweiten Video auf einer eben jetzt noch nicht gemacht. 2.52, so war das ja drin. Und Lubbock hatten wir da drin. Mit 2.26 der Abfangkurs, die Auffanglinie. So war das ja. Und wenn ihr jetzt also hier auf der RATNAV-Page was eingegeben habt, dann macht es bitte so, dass ihr auch hier sofort gleich an das EFIS-Panel geht und hier den Schalter auf VOA schaltet. Ihr könnt, wie gesagt, beide Schalter stellen. Das ist völlig legitim. Ich persönlich mache immer nur eins. Ihr habt das im Tollis-Video auch gesehen, weil ich möchte nicht so viele Informationen hier haben. Ich möchte im Notfall noch irgendwo wissen, welche Nadel für was ist. Und wenn ich dann wirklich diese Abfanglinie benötige, dann kann ich natürlich jederzeit das VOA 2 dazu schalten. Das ist aber meine persönliche Meinung. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber auf jeden Fall solltet ihr das VOA 1 rasten. Also immer, wenn jetzt ihr auf der RATNAV-Page seid, das eingebe, geht gleich hier oben zum EFIS-Panel. Und wenn ihr auf der Departure-Seite seid, um eure Departure einzugeben, geht ihr gleich ins FCU und gebt die Initial Altitude ein. Okay?
So, dann gucken wir, dass die beiden Flight Director, dass die an sind. So, pass auf, so sieht das aus hier. Wenn wir jetzt also uns das angucken, dann seht ihr hier im FMA gar nichts, ne? Überhaupt nichts. Wenn wir aber jetzt die Flight Directoren einschalten, Nummer 1 und Nummer 2, und wir gucken jetzt, dann muss genau das hier stehen. Climb in blau, Nav in blau und FD1 and 2 ist ebenfalls aktiv. Das muss die Anzeige sein. Wenn die da nicht ist, das kann sein, indem ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier den Heading-Bug drückt, zieht, wie ziehe ich ihn? So ziehe ich ihn. Dann steht zum Beispiel das so hier, ne? Wenn ihr eine Clearance bekommt, Maintain Runway Heading, Climbing 5000, dann müsst ihr das so eingeben. Ne? Nur der Heading stimmt jetzt nicht, aber egal. Also so würde das dann aussehen. Ne? Aber es muss alles reingedrückt sein und es müsste eigentlich gleich wieder verschwinden. So müsste es eigentlich sein. Wollen wir mal kurz warten. Dann ist das ein Bug. Dann kommen wir nur dahin, indem wir hier den Flight Director aus- und anschalten. Dafür müssen wir aber beide aus- und anschalten. Boing. Wieder an. Ja. So, also ihr müsst hier über den Flight Director gehen. Wie gesagt, normal reicht es reinzudrücken, aber ist hier nicht richtig implementiert. Aber gut, das ist jetzt, also das ist jetzt echt Kleinkram. Also, wenn ihr mal nicht wisst, wie es geht, Flight Director aus, beide natürlich immer und dann wieder Flight Director an. Und jetzt haben wir wieder die Anzeige, die wir brauchen. Climb, Nav, FD1 and 2. So, so sollte eigentlich die FCU aufsehen. Dann sind wir also auch schon da erledigt mit unserem Procedure. Ne? Das ist so ein Wechselspiel. FMC, kurz da was eingeben, RAPNAV-Page, da kurz am EFIS-Panel. Ne? Dann muss hier beim EFIS-Panel der Constraint, das ist nicht Control, ne? Das ist Constraint. Das ist keine Control-Taste wie auf dem Computer, das ist eine Constraint-Taste. Diese Constraint-Taste ist dafür da, wenn ihr im Abflug irgendwelche Restriktionen habt, beispielsweise ihr dürft nur so und so steigen, nur die und die Speed haben, dann wird mir das in Magenta angezeigt. Das wird uns sicherlich im Laufe des Fluges nochmal begegnen. Ich gucke mal, ob wir hier sowas haben. Ich meine nicht. Nee. Deswegen wird uns das jetzt im Moment nicht angezeigt. Also das ist dann in Magenta, das sind sogenannte Constraints. Okay? Und die müssen wir natürlich müssen wir einhalten. Und die werden mir dann angezeigt. Gut, dann den Wert einstellen, den Luftdruck einstellen. Was haben wir da? 10, 10? Ne, das war vorher. 10, 13. Na gut, okay, passt jetzt. Ne? 10, 13 stimmt schon. Hier haben wir geschaltet. Flight Director sind an und auf Constraint schalten. Nicht auf Airport, wir schalten auf Constraint. Wir schalten irgendwann mal dann auf Airport. Wann kommen wir noch zu? Aber nicht jetzt. Und die FCU sieht so aus. So, und dann gehen wir jetzt hier runter. Da muss ich mal sehen, ob ich das jetzt hier irgendwie implementiert kriege. Ah, guck mal, hier ist das Side-Stack. Okay, dann muss ich also in diese Richtung gehen. Ah, das scheint ja gar nicht so. Oh. Oh, Moment, Moment, Moment. Gehen wir nochmal eben hier hin. So, siehst du wohl, geht doch, oder? So, nachdem wir uns mit der FCU beschäftigt haben, aber ich sollte euch das nicht verbergen. Wir müssen doch nochmal, bevor wir jetzt das hier alles durchgehen, müssen wir nochmal in unsere Präsentation gehen, weil das ist ja, so machen wir das ja immer. So. Also, hier sind wir beim EFIS Control Panel. Wir sind wieder beim Glare Shield, ne? Da, wo wir eigentlich schon eben, wenn wir uns das eigentlich eher theoretisch mal eben reinziehen müssen. Gut, also, was haben wir hier? Wir haben den barometrischen Luftdruck, also QNH, setzen wir. Flight Director machen wir an. Das LS muss entweder an oder aus sein. Da kann ich gleich nochmal zeigen.
Navigation Mode Range, okay, soll ich auch sein, nochmal, Sie sehen, das ist schon ganz gut, dass wir das damit machen, ne? Denn sonst vergisst man die Hälfte. So, ADF Viewer haben wir drüber gesprochen. Display Viewer an ADF Pointer as needed, ja, okay, FCU, Speedmach Window Dashed, ist Dashed, Heading, guck, das muss ich auch noch besprechen, und Altitude Window muss dann auf die Initial Altitude sein, haben wir auch getan. Do not engage the autothrust on ground, as it may generate out-of-flight autothrust warning at engine start. Okay, und dann haben wir hier die Oxygen Mess, dazu kommen wir dann gleich. Gut, dann müssen wir nochmal umswitchen. Dann switchen wir jetzt hier nochmal um und gehen doch nochmal eben hier zum EFS-Panel. Also, Flight Director war klar, QNH war auch klar. Das ist hier der LS-Schalter. Das ist, warum der nicht ILS heißt, ja, das hat einen anderen Grund, aber das ist letztendlich unser ILS. Das stimmt nicht ganz, aber mehr oder weniger ist es so. ILS, okay, schalten wir aus. Es sei denn, wir haben, Low Visibility Procedure in Progress haben wir nicht, dann schalten wir ihn an. Aber das machen wir dann später. So, dann haben wir hier Constraint eingestellt. Stimmt, wir haben uns hier auf ARC, ich würde immer auf ARC stellen. So, jetzt nochmal zu der Mileage hier. Da ist natürlich die Frage. Wenn ihr taxiet, würde ich immer auf 10 Meilen stellen. Ah. Viel besser sieht man es allerdings auch nicht. In Wirklichkeit ist es so, dass man es doch ganz gut sieht, wo die Landebahn ist. Ich kann mich ein bisschen besser orientieren. Zum Beispiel ist es ja so, ich fahre jetzt irgendwie da los und dann habe ich die Landebahn vor mir im 90-Grad-Winkel und es stellt sich immer die Frage, muss ich jetzt rechts rumrollen oder muss ich links rumrollen? So, und dann ist immer diese Seite eine große Hilfe, weil ich muss immer da hinrollen, wo nicht der Strich ist hier, ne, auf dem Navigation Display, weil ich will ja von rechts nach links starten. So, also ich muss immer dahin, wo nicht der Strich ist, dann, weil es ist schon alles vorgekommen, dass man dann in die falsche Richtung abgebogen ist und sagt, ach Mensch, ich starte auf einer ganz anderen Bahn. Und deswegen ist es ganz gut, wenn ihr das auf 10 Meilen hier erstmal hinschaltet. Ja. Beim Takeoff würde ich es dann also mindestens auf 20 Meilen machen, vielleicht auch so 40 Meilen, aber 20 macht eigentlich mehr Sinn. Gut, und den Altitude-Window mit 5000 Fuß haben wir geschaltet. Okay, damit haben wir jetzt nochmal die Theorie abgehandelt, weil ihr seht, es ist schon wichtig, das zu erklären ist die eine Seite, aber per Buch das zu machen ist dann doch etwas besser. Ach so, hier siehst du, guck mal, da habe ich vergessen. Hier, dieser Knopf, Heading und, also Heading, Heading und hier VS Flight Path Angle. Dieses Teil hier, das nennt man Bird. Warum nennt man das Bird? Komm, wir schalten mal ein und gucken mal, wie das hier aussieht. Guck mal, seht ihr das Ding hier? Da kann man natürlich jetzt leider, das Viereck ist davor, aber das ist dieser Flight Path Vector hier mit dem Kreis in der Mitte und dann rechts ein Flügel und links ein Flügel und oben auch noch so eine Antenne. Das ist unser Flugzeug. Das sieht aus wie ein Vogel und deswegen nennt man das Bird. Der wird uns beim Raw Data fliegen. Oh, Raw Data fliegen, das online erklären. Aber das kriege ich hin, keine Angst. Das wird uns dann noch beschäftigen. So, das ist der Bird. Und der muss bitte so stehen, dass hier oben steht Heading und Vertical Speed. Er darf nicht auf Track FPA stehen. Hier unten, Track FPA. Da darf er bitte nicht stehen. Sondern er muss oben stehen, steht er im Normalfall auch. Ja? Auf Heading, Vertical Speed. Unser kleiner Bird. Okay. Ja, das soll es jetzt echt endlich gewesen sein. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir da nochmal irgendwie hinfahren können zu unserer Sauerstoffmaske. So, so kann man sie, glaube ich, ganz gut sehen. Also, jetzt kommen wir laut Buch hier zur Sauerstoffmaske. So, die klappen wir mal auf, die Klappe. Was ist denn nun los? Ach, das war das Fenster. Wieso, wenn ich da drauf drücke, kann ich das Fenster aufgehen? Okay, toll, dann muss ich den jetzt wieder entriegeln. Und jetzt hoffe ich, dass das Fenster auch irgendwie dazu geht. Oh oh, kann ich das jetzt schieben? Ah ja, kann ich schieben, oh, alles klar. Okay. Siehst du, wieder was gelernt. Aber das haben sie schon toll gemacht, meine Güte.
So, vielleicht geht's jetzt auf. Also Leute, hier will ich hin. Jetzt geht das wieder auf das Fenster. Ah, jetzt kann es natürlich nicht. Okay, nochmal das Spiel. Entriegeln. Wieder hier hingehen. Und das Fenster zuschieben. Gut. So, dann muss ich vielleicht doch noch weiter weg oder so. Vielleicht mal hier hingehen. Oh ne, komm, Leute. So, jetzt habe ich das auch hinbekommen. Hier ist die Sauerstoffmaske. Und da haben wir hier so einen Push-Button, den können wir reindrücken. Dann zischt das auch so. Die Fleck geht hier auch hervorragend simuliert. Und dann haben wir hier, das kann man jetzt nicht machen, da kann man jetzt auf 100% Sauerstoff stellen im Emergency-Fall. Sonst haben wir auch ein Sauerstoff-Luft-Gemisch. Aber bei uns würde das jetzt erstmal da reichen, drauf zu drücken. Normalerweise müssten wir natürlich auch das Mikrofon jetzt checken. Also wir müssten eigentlich hier hingehen, das selektieren, auf Intercom, müssten vielleicht hier die Intercom-Taste drücken und müssten dann den Test durchführen. Könnt ihr ja mal machen, ob das funktioniert. Ist mir jetzt etwas zu umständlich, aber könnt ihr ja machen, ob es funktioniert. So, hier steht das nochmal. Warning, to prevent hearing damage to ground mechanics connected to the intercom system, inform that the loud noise may be heard in the headset when performing this test. Also wenn ich diesen Test, den ich gerade besprochen habe, durchführe und jemand, das ist relativ laut, und jemand ist jetzt da unten gerade am Headset vom Ground und ich sage denen nicht Bescheid, dann, naja, wird er wahrscheinlich keinen Hörschaden haben, aber die müssen sich eben halt da absichern, dass man das dann eben halt macht. Ne? Man sagt dann irgendwie Oxygen-Test. Und dann macht man den Test, damit dann der Ground Staff Bescheid weiß. So, Crew Supply, Push Button Check On. On the Glare Shield, da können wir gleich nochmal hin. On the Audio Control Panel, Interception Knopf, das haben wir schon, Moment, das haben wir schon gemacht. Und auf In schalten, das wäre unser Kommunikationssystem hier auf Intercom. Ja, hier wird jetzt nochmal genau beschrieben, wie wir die Sauerstoffmaske testen. Da haben wir eben halt gesehen, diese Anzeige mit diesem gelben Blinker da. Check that the blinker turns yellow and remains yellow as long as the emergency pressure selector is pressed. Solange ich also diesen Knopf da drücke, den ich eben gedrückt habe, dann müsste da dieser Blinker an sein. Und wir haben ja festgestellt, der war auch an. Okay, ist jetzt nicht so interessant, ne? The crew must perform check after having checked all masks, bla bla bla. Okay. Es geht nämlich darum, wir müssen natürlich auch, das ist ja entscheidend, warum machen wir den Test eigentlich? Wir machen natürlich den Test, um uns selbst zu schützen, denn wenn wir jetzt da drücken, einmal drücken und sagen, okay, getestet, dann kann das aber noch ein Restsauerstoff in dem ganzen Sauerstoffsystem sein von der Bottle. Und deswegen sollte man es einen Tick länger draufdrücken, damit also wir sicher gehen können, dass das auch verbunden ist. Und hier oben, im Overhead-Panel, passt mal auf, im Overhead-Panel, da haben wir hier unseren Crew Oxygen, da ist das. Können wir ausschalten, dann würden wir auch gleich eine Warnung kriegen am ICAM. Da, Regulation Low Pressure. Cockpit Oxygen. Und wenn ich den jetzt wieder einschalte, dann ist das wieder weg. Weg ist es. Ne? Also auch das müssen wir überprüfen, dass hier der Oxygen-Schalter gedrückt ist. Aber ich sage ganz ehrlich, das würde ich zum Beispiel in der Cockpit Preparation gleich mitmachen. Ich meine, ihr wisst ja jetzt nach dem Unterricht, wir fangen ja hier an und wir gehen ja gleich zum Voice Recorder. Ja gut, dann kann ich natürlich auch mal kurz abschweifen und gucken, ob das drin ist hier. Ne? Gut. Mittlerweile ist es schon Nacht geworden im Simulator.
Ja, wie gesagt, den Pressure-Regulator haben wir gerade drüber gesprochen. Dann als allerletzten Punkt, aber das haben wir ja letztendlich auch schon gemacht. Das war dieser Punkt hier. Wenn wir also die Sauerstoffmaske getestet haben, dann gehen wir mit unserem Arm hier nochmal lang, nicht an den Lichtern, die haben wir zwar schon eingeschaltet, aber trotzdem da und gucken noch beim PFD ND. Gucken wir mal eben. Damit wir hier keine Flacken haben, ne? Dass das alles in Ordnung ist. Hier ist keine Flacke, Höhenmesser stimmt, Fahrtmesser scheint auch zu stimmen. Ne? Der Horizont hängt hier nicht auf halb acht, das kann ja auch sein, kann alles Mögliche sein. Und das muss man dann ja schon noch überprüfen, ob das alles so noch seine Richtigkeit hat. So, dann haben wir noch die Status Page, Alignment Check. Ja, da gehen wir jetzt mal drüber hinweg. Flow Pattern. So, den Flow Pattern, den sage ich euch gleich noch. Take-off Briefing, genau. Wir sind jetzt an dem Punkt, aber bevor ich das sage, klären wir das nochmal eben. Also, nochmal schnell Reihenfolge. Hier oben fangen wir an. 1, 2, 3 haben wir abgehandelt. Okay? Dann gehen wir hier zum, meine Güte. Dann gehen wir hier hin, gucken. Isis, Uhr, Nose V-Steering. Gehen dann hier weiter runter. RMP, ACP, zur Cockpit Door. Hier oben die Switche. Dann weiter. Gas, ja, genau das ist passiert. Seht ihr? Ich bin jetzt schon wieder an den Gashebel gekommen. So, dann Idle, Engine Master Switching off. Engine Mode Selector, off. Parking Brake. Müssen wir jetzt nur noch gucken, nochmal, ob das passt. Ist ja schon gesetzt worden in der Preliminary wahrscheinlich. Aber sonst, wie gesagt, setzen mit der Verbindung hier. Dann, entweder für die Leute, die ganz akkurat nach Buch gehen, erst ATC, dann RMP. Die Leute, die es einfach haben müssen, um dem Flow weiterzufolgen, RMP, dann ATC. Hier wissen wir, was wir einzustellen haben. Dann kommt die FMC-Programmierung komplett. Währenddessen allerdings dealen wir dann auch nochmal hier mit der FCU und auch schon mit dem EFIS-Panel rum. Siehe die beiden Switches, wo ich gesagt habe, oder die Initial Altitude rein zu tun. Ne? Dann ist die FMC fertig. Dann gucken wir uns das alles nochmal ein bisschen genauer an. Sehen hier beim EFIS-Panel Control rein, Flight Director, Range auf 10 Meilen machen, weil ihr ja Tech sieht. Dann hier darf nichts angezeigt werden, muss Dash sein. Solche Sachen. Ne? Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir zur Oxygen Mask. Gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Oxygen Mask haben wir gemacht. Gehen dann hier rüber über nochmal die Lichter hier. Gucken uns ganz akribisch nochmal unser PFD-ND an, ob da irgendwelche Fehlanzeigen sind. Und dann könnt ihr auch nochmal hier, das war ja der letzte Punkt, da könnt ihr hier nochmal auf die Status-Seite gehen, hier anklicken, normal, alles in Ordnung, haben keine Probleme, hervorragend. Normal müsste sie automatisch, geht wieder weg, alles klar. Super. Also, das wäre die komplette Cockpit Preparation nochmal. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, jetzt können wir das Takeoff und das Emergency Briefing machen. Das werdet ihr in der Folge 4c dann sehen. Da werden wir uns nur damit beschäftigen. Und wenn das erledigt ist, dann kommt das erste Mal die Checklist, Before Start Checklist, down to the line. Da werden wir uns dann auch nochmal mit den Checklisten umkümmern. Ich werde in der Folge 4c unten verlinken. Die Checkliste, die ihr schon habt, aber es gab noch, da habe ich absichtlich noch nicht mal gemacht, es gab noch eine zweite Seite. Jetzt könnt ihr letztendlich das als eure Main Checklist nehmen. Die Checkliste ist zwar die gleiche, aber auf der Rückseite haben wir das Briefing. Und das könnt ihr dann bei der Folge 4c unten in den Kommentaren dann runterladen, wie ihr das bei den anderen Unterlagen auch gemacht habt. Ihr seht, wir kommen so langsam in Richtung Bewegung des Flugzeugs. Ja? Es geht so langsam los. Ja, Leute, habe ich noch was? Wollen wir mal sehen. Übergang, dann gehen wir hier wieder hin.
Ja, Overhead-Panel, Instrument-Panel, bla bla bla, kennen wir alles. Das ist der Flow-Pattern nochmal. Habe ich nur mal für euch nochmal gemacht. Da kennen wir. Okay, Leute, so, super. Dann haben wir das auch endlich geschafft. Ihr habt es jetzt endlich geschafft, die beiden Procedure oder sowohl die Preliminär, auch die Cockpit Preparation. Das war echt der Hauptpart dessen überhaupt in diesem Type-Training. Es war echt lange und seid froh, dass ihr da jetzt durch seid und jetzt wird das alles ein bisschen entspannter. Wartet auf die Folge 4C, kann noch ein paar Tage dauern und dann geht's weiter. Alles klar, ich wünsche euch was. Happy Landings. Bis dann. Tschüss.